lieber Franz. Schönen guten Morgen, lieber Melik. Ich musste jetzt noch das Skype neu installieren, am neuen Laptop. Hatte ich es ja noch nicht. Aha. Bei der Gelegenheit natürlich gleich auch wieder das Passwort rücksetzen. Das, was ich eingeben wollte, war dann aber schon ein altes. Habe ich mir wieder was ausdenken müssen. Das ist schon wahnsinnig lästig mit diesen Passwörtern. Müsstet ihr ja gefallen, was der liebe Chris für uns gemacht hat. Der hat ja uns eine Vault installiert, wo wir gemeinsame Passwörter hinterlegen können. Und dann kannst du im gleichen Atemzug noch deine hinterlegen. Du kannst alles importieren aus allen Browsern, die du hast. Und du hast das alles an einem sicheren Ort. Und das Geile ist, das ist eine Browser-Extension. Das heißt, du kannst es in Chrome installieren, in Safari und überall. Und du hast das überall, den Zugriff. Okay, ja, schick mir mal den Link. Das schaue ich mir gerne im Detail noch näher an. Ja. Gut. Und ja, so? Ich habe mich mit diesem Gerät ordentlich herumgeschlagen die letzten Tage. Ist natürlich noch lange nicht im gewünschten Endzustand, aber wenigstens die wichtigsten Dinge sind jetzt drauf. Also ein LibreOffice, einen Ersatz für meinen Total Commander, eine Gratis-Version, den Free Commander habe ich mir auch installiert. Und natürlich das Notepad Plus und den VCL Player und Irfan View und OBS Studio, was man halt alles so braucht. Dann Visual Studio Code, ja, bitte. Was brauchst du für ein, wie soll ich sagen, Print-Screen-Programm? Ja, da habe ich am alten Laptop Greenshot gehabt. Sehr gut. Ja. Den habe ich eben auch, der ist super. Den werde ich mir auch wieder installieren. Das ist guter Hinweis, habe ich nämlich noch nicht. Genau. Und das werde ich nach unserem Gespräch gleich in Angriff nehmen. Und als Bildprogramm, das von Microsoft ist nämlich ziemlich doof. Dort habe ich Honeyview. Und Honeyview? Ja, das ist wirklich sehr schnell. Wenn man zum Beispiel in Windows jetzt ein Bild aufmacht oder so, dann kommt da das Neue, das mit einem schwarzen Kleid, sage ich jetzt mal. Und das hat ewig, bis das die Bilder geladen hat. Mhm. Und du kannst auch nicht viel dort anstellen. Und der Honeyview, der macht wirklich eine solide Arbeit, super schnell und kannst du gut konfigurieren. Ja, das freut mich sehr. Ja. Sehr empfehlen. Ja, dann habe ich mich, wie gesagt, schon auch ein bisschen vorbereitet auf die JavaScript-Learn-Sessions, die der Marcel uns aufgegeben hat. Und habe mir fürs Visual Studio Code auch schon den Code-Runner installiert und ein bisschen was für JavaScript, den Node-Packet-Manager und ein paar andere Sachen. Ja. Also ihr wart ja da an der Schulung und die war, wie der Chris mir gesagt hat, nicht so technisch, sondern... Leider noch nicht, ja genau. Genau. Und dann hat er euch wahrscheinlich Aufgaben gegeben, damit ihr eure Maschine so vorbereitet, dass bei der nächsten Session es richtig losgehen kann. So ist es, ganz genau richtig. Was er uns gesagt hat, wo ich mich auch noch ein bisschen einarbeite, das ist dieses Quartz-Programm von dieser brasilianischen Firma, mit denen sie zusammenarbeiten. Also so wie ich das sehe, kannst du dir da was Ähnliches wie mit Fibery aufbauen, auf eine extrem einfache Art und Weise. Also so Kanbans, To-Do-Listen und solche Geschichten. Und hast auch einen eigenen Gruppenkalender dabei und Ähnliches. Also das schaut wirklich sehr interessant aus. Und wie gesagt, das ist ein Startup von zwei Leuten, die der Marcel persönlich kennt und die er auch in die Finanzierung dann reinnehmen will. Und das ist natürlich schon ein großer Vorteil, wenn wir die Sachen gratis kriegen dadurch, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten, dann macht das natürlich alles wieder Sinn. Ja, ich fände es schon cool, ein Team aufzubauen, wo du von Betriebssystem bis alle anderen Komponenten alles selber programmierst. Da bist du nicht abhängig, hast deine eigene Transparenz. Das ist richtig, ja. Du kannst natürlich mit deinem Gütesiegel nach außen auftreten und diese mit dann ins Boot holen. Und deshalb sage ich eben den Top-Down-Ansatz, dass wir zuerst eben die Organisation und die Tools alles zur Verfügung stellen. Und dann ist eigentlich der Rest gesichert. Natürlich auf der anderen Seite irgendetwas passieren, bottom-up. Aber ich sage da ja nicht, dass wir da gleich, wie soll ich sagen, die Türen zu weit aufmachen. Ich habe über das Wochenende, ich möchte die eigentlich nicht reinreden, aber mit ein paar Leuten gesprochen, die gerade diese Gefahrenpotenziale aufgezeigt haben, wie die dann kaputt gegangen sind. Und der Marcel, der kann ja da auch sehr gute oder ein ziemlich derbes Lied singen, was das anbelangt. Da dürfen wir aus den Fehlern von den anderen lernen. Aber ja, du bist am Konfigurieren. Ja, da spiele ich mich jetzt noch heftig rum und bereite mich auf Web 4.0. Werkzeuge vor. Das wird sicher spannend.
bin ich schon gespannt, was wir dann davon alles verwenden können. Und Ja. Ja. der was durchsickern lassen. Also es waren, nein, die haben sich diesbezüglich jetzt noch nicht geäußert. Es gilt das Gleiche wie schon früher. Ende Juni rechnen sie damit, dass die Finanzierungen fertig sind. Und jetzt gucken wir mal. Was die Revaluation betrifft, sind sie ja auch inzwischen in der zweiten Junihälfte angelangt. Da sagen ja auch alle, Ende Juni spätestens geht's los, weil die Backwall ist der 4. Juli angeblich. Bis dahin muss alles, sollte alles ausbezahlt sein. Gut, halten wir durch. Ja, bleibt uns sowieso nichts anderes übrig, gell? Immer das Gleiche. Ja, wir waren gestern bei Freunden zu Besuch, die in der Nähe von Schönbrunn wohnen. Da sind wir dann zu Fuß hinspaziert und waren im Wüstenhaus. Also eigentlich nur in diesem Wüstenhaus. Und das ist ganz interessant. Da haben sie eben so wie ein riesengroßes Terrarium mit jeder Menge Kakteen und Palmen und eben so eine Art Wüstenklima. Und da gibt es ein paar ganz nette Tiere, so kleine Ziesel. Also die schauen aus wie Eichhörnchen ohne Schwanz. Sind aber wirklich sehr nett. Und gleich am Eingang, hinter dem Drehkreuz, steht ein riesiges Aquarium mit so kleinen Fischen drinnen, die aussehen wie Putzerfische, die Scheiben putzen. Haben also am Maul vorne so einen Saugnapf. Und das sind aber rötliche Saugbarben. Und da wirst du aufgefordert, deine Hand ins Aquarium hineinzustecken. Und meine Frau hat das dann wirklich gemacht, ein paar andere auch, ein paar mutige. Und die kommen dann in Schwärmen, ja, und knabbern deine Haut ab. Die oberste Hautschicht fressen sie weg. Das kennt man aus Thailand und manche auch aus Griechenland, wo du deine Füße in so ein Aquarium steckst und dann dafür sogar noch bezahlen darfst, ja, dass du die Fische fütterst. Genau, und das haben wir gemacht. Und da war ich in einer großen Mall, 2 Tage lang am Herumirren, und dann habe ich das gefunden. Ja, das ist sehr angenehm. Sehr witzig. Ein Spaßvogel, der dabei war, hat dann gesagt, ja, die Piranhas geben sie immer nur am Freitag ins Becken. Ja, also das war auf jeden Fall sehr nett und uns dann noch ganz nett unterhalten. Und die Pflanzen sind teilweise interessant. Da gibt es zum Beispiel eine Schildkrötenpflanze. Ja, das ist ein Gewächs, das schaut aus wie ein Schildkrötenpanzer. Mir ist bis jetzt nicht klar, was das, diese Mimikrie, was das für einen Vorteil für die Pflanze hat. Aber es ist schon sehr verblüffend. Meine Frau hat sich noch erinnert, und das war für sie die Attraktion, die wollte sie unbedingt wieder sehen, an den Nacktmull. Und das Besondere an ihm ist, er lebt unterirdisch und gräbt seine Tunnels mit den Zähnen, ohne dass er das Maul aufmacht, und deswegen kriegt er auch keine Erde in den Mund. Und für den haben sie ein richtiges Röhrensystem, ein Labyrinth in einem riesengroßen Käfig gebaut, mit kleinen Kästchen mit Futter dazwischen, ja, wo sie die Tiere mehr oder weniger züchten. Da gibt es eine Königin, eine größere, und das andere sind kleinere Männchen. Und das schaut also aus, wenn du das anschaust, wie ein U-Bahn-System. Den ganzen Röhren. Aber leider die Mulle oder die Mulls oder wie man das Plural heißt, die haben wir leider nicht zu Gesicht bekommen. Die waren ganz im hinteren Teil, wo es auch dunkler war. Wahrscheinlich sagt ihnen das mehr zu. Ja, ich bin auf einer Webseite, bin mir die Bilder am Anschauen. Sieht spannend aus. Ja, also es war so gesehen ganz unterhaltsam. Dann haben wir natürlich auch geplaudert. Der Ehemann dieser ehemaligen Schulfreundin meiner Frau, der arbeitet schon seit ewigen Zeiten bei uns bei der Telekom in einer höheren Position. Und jetzt ist für ihn dann auch, so in 1, 2 Jahren, wird das dann spruchreif, dass er in so eine Übergangsphase vor der Pensionierung eintreten könnte. Aber das Blocksystem, das haben sie jetzt in Österreich auslaufen lassen. Blocksystem war so, dass du innerhalb von 5 Jahren 2,5 Jahre voll gearbeitet hast und die restlichen 2,5 Jahre dann gar nicht mehr und konntest 2,5 Jahre früher in Pension gehen. Und das haben sie jetzt aber auslaufen lassen. Das kriegen Leute, für die das jetzt relevant wird, nicht mehr. Und da gibt es jetzt nur noch so andere Systeme, dass du dich entscheiden kannst, durchgehend in diesen letzten 5 Übergangsjahren 20 Stunden zu arbeiten oder 30, also so Gleitzeitmodelle. Aber die ganzen 5 Jahre durchgehend. Dann kannst du also nicht einfach 2,5 Jahre früher in Pension gehen, indem du die ersten 2,5 Jahre noch Vollzeit arbeitest. Ja, das ist spannend. Es hängt, bei ihm hat er gemeint, bei ihnen hängt das damit zusammen, dass die Telekom auch keine neuen Leute einstellt. Und wenn jetzt mehrere wegfallen, so vollkommen, dann müsste das wohl so sein, aber das wollen sie nicht mit ihrer Unternehmenskultur. Es wird interessant.
Nicht? Denn die Jobaussichten werden für die Menschen immer fraglicher. Also deren Sohn, der hat auch Informatik studiert an der Technischen Universität bei uns in Wien. Und der hat jetzt noch ein Jahr lang, bis er fertig ist. Und der weiß aber eigentlich auch noch nicht, was er dann tun wird. Er hat eigentlich noch keine Idee. Es gibt ein paar Dinge, die ihm mehr gefallen und andere, die ihm weniger gefallen. Da könnte er sich schon irgendwas aussuchen. Aber ein konkretes Jobangebot bei einem Unternehmen oder so, da ist ihm auch noch nichts klar. Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du schon fündig geworden oder hast du schon was, was du eingrenzen kannst? Eigentlich ein schöner Übergang zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ich komme gleich auf deine Frage. Habe ich gestern noch spät am Abend eine Sendung angeschaut, wo die Annalena Baerbock Publikumsfragen gekriegt hat. Und oh, das ist sicher gut gewesen. Ja, das ist wirklich super gut gewesen, weil ja, die Antworten, die sie gegeben hat, das ist einfach, wie heißt die AfDlerin, die immer sagt, Hanebüchen. Ja. Weil sie immer mit der Fachkräftekeule gekommen ist. Wir brauchen mehr Fachkräfte und so weiter. Ja, weil er sagt, hey, schau, Madame, ich habe jetzt, weiß nicht, wie viele Jahrzehnte gearbeitet. Und er hat, und er kriegt sage und schreibe, ich weiß nicht, ob ich das noch richtig im Kopf habe, aber der kriegt 100 Euro im Monat Altersrente. Damit kann er nicht mal das Benzin bezahlen, mit dem er seine Tochter in die Schule fährt jeden Tag, weil heutzutage musst du ja auf deine Kinder aufpassen. Ja. Wegen der, ja, ist ja egal. Von dem habe ich auch ein Video reingekriegt, gerade das letzte, was ich vorhin noch reingehalten habe, quasi Ausländer in Deutschland. Und das bin ich ja irgendwo durch, ja, als Secondo auch. Also Secondo, meine Mutter ist ja Schweizerin, mein Vater Tunesier. Und es ist für mich völlig selbstverständlich, dass du dich der Kultur anpasst. Und ja, und wenn du dann solche Zustände hast, wo Kulturen aufeinandertreffen, aber weißt du, die würden das nicht mal in ihrem eigenen Land machen. Das sagen ja die Leute, die Präsidenten, die Minister, die Fachverantwortlichen in den eigenen Ländern, die würden das niemals zulassen. Ja, richtig. Also ein Kalifat in der Türkei zu fordern, das schaue ich mir mal an. wer das aushält und wie lange. Ja, also ich weiß es, ich kenne es von Tunesien. Diese Leute, die sind gejagt worden und die sind ins Gefängnis gesteckt worden. Und das, also einfach, dass du das verstehst. Ich hatte eine Wohnung dort, also von meiner Großmutter, und die war neben einem Polizeiposten. Mhm. Und an schlechten Tagen konnte ich nicht schlafen, weil ich die Gefangenen schreien gehört habe. Oh. Weil die gefoltert wurden, um herauszufinden, wo diese Islamisten sind, die Drahtzieher. Wahnsinn, ja. Du darfst in der Öffentlichkeit nicht beten, das machst du entweder zu Hause oder in der Moschee. Mhm. Wir waren oft am Strand und wir haben ein bisschen Lärm gemacht, wir waren alkoholisiert etc. Mhm. Also da war ich 16 Jahre alt oder so, noch jünger, darf man gar nicht sagen. Und dann haben wir dort am Strand mit den Bewohnern gesprochen. Mhm. Und die haben gesagt, wir können gar nichts machen gegen diesen Lärm. Er hat schon einmal der Polizei angerufen oder schon mehrmals gesagt, hey, hier ein Riesenlärm und die sind alkoholisiert und werfen mit Steine und mit ihren Flaschen und machen diese kaputt. Also es ist gefährlich, am Strand herumzulaufen barfuß, wegen diesen Bierflaschen, die kaputt gehen, auch im Wasser. Und er sagt, der Polizist, das ist kein Problem, die dürfen weitermachen. Rufen Sie uns, wenn Sie anfangen zu beten. Junge Mädchen und junge Damen und Frauen, die dürfen kein Kopftuch in der Straße tragen, nur noch ältere Frauen, da das historisch gewachsen sind und die stellen auch kein Problem dar. Aber sonst, und das ist richtig krass, die wollten, dass nicht das Gleiche wie in Algerien passiert mit den Islamisten. Ja. Und ich finde es, ich kann es irgendwo durch verstehen. Und ja, aber gerade in unseren Reihen, da passt du dich an. Also weißt du, wenn ich höre, dass die da fordern, dass Minarette gebaut werden und so weiter, da sage ich, ey, ihr habt doch echt einen Vogel, so ist du mir rein. Das war weißt du, Melik, ich habe jetzt vor kurzem auch noch so ein kurzes Video, 2,5 Minuten reingehalten, wo ein Türke, der schon sehr lange in Deutschland lebt, unglaublich auf die Migranten schimpft, die jetzt neu dazugekommen sind und eben diesen Kalifatstaat fordern. Ja? Und der sagt, was wir in 60 Jahren in Deutschland aufgebaut haben, die guten Beziehungen zu den Deutschen und die Freundschaften, das habt ihr jetzt in wenigen Minuten zerstört. Packt euch und kehrt dort zurück, wo ihr hergekommen seid. Ja, also ich finde das wirklich, das ist auch das Authentische. Ja? Also wenn Menschen, die selbst Migranten sind oder waren, ja, wenn die zur Raison rufen und sagen, so geht das einfach nicht, so führt man sich nicht auf in einem Land, wo man
immerhin zu Gast ist, ja, oder in eine bestehende Kultur sich integrieren sollte. Und er sagt auch, es hat ihm nie jemand verboten, in der Öffentlichkeit zu beten, zum Beispiel, ja, oder auch wenn seine Frauen Kopftücher tragen. Er kennt niemanden, der sich jemals diesbezüglich aufgeregt hätte in Deutschland. Sie haben da so viel mehr an Freiheiten als in den Ländern, aus denen sie eigentlich gekommen sind, dass sie damit eigentlich schon zufrieden und glücklich sein könnten und da jetzt nicht noch etwas fordern, was eigentlich klar ist, dass sie es nicht erreichen werden. Ja, das hat eben nicht mehr viel mit Demut zu tun, was da passiert. Also die Dankbarkeit und den Respekt. Ich habe gestern einen Film geschaut. Den werde ich dir schicken. Das ist mit dem Schauspieler, den du mir auch quasi bekannt gemacht hast, vorgestellt hast. Mhm. Mit Maria hat er im Namen. Der Vorname. Ah. Ja, dieser deutsche Komiker. Ja, genau. Und du siehst bei den deutschen Filmen, wie sie versuchen, diese Kultur künstlich hier irgendwie hineinzubringen, um zu zeigen, dass diese Diversität etc. Quasi schön ist und auch irgendwo durch vorbildlich, und ich verstehe es. Und es ist aber nicht das Gleiche, wenn du Leute hast, die dann halt eben genau das Gegenteil machen und auf ihrem beharren und das Kalifat aussprechen. Das ist nicht das Gleiche. Ich meine, ich bin das beste Beispiel. Ich bin ja auch halber Araber. Und ich habe auch meine Kultur und Tradition. Es gibt gewisse Verhaltensformen, wo diese Leute sagen, ah, okay, so machst du das. Zum Beispiel, wenn ich niese. Wenn ich niese, dann sage ich selber Alhamdulillah. Und dann sagen die Leute, oh, was war das denn? Und ich so, ich habe mich bedankt, dass das Herz weiterschlägt. Oh, ja, das ist schön, ja. Genau. Und dann sagen andere, Alhamdulillah, du sagst Alhamdulillah, und dann sagen die anderen, ah, oh, ich habe vergessen, jetzt gerade bin ich im Deutschen drin. Und dann sagt er dir, oh, Glück für dich. Und dann sagst du, ah, ich wünsche dir auch das Glück. Und das sind so, wie sagt man denen, so Floskeln, die man sich gegenseitig zuspielt. Ja. Was ich ja irgendwo durch schön finde. Oder ich zwinge andere nicht dazu. Das verbindet die Menschen miteinander. Das kann man durchaus positiv sehen. Sehe ich genauso, ja. Genau. Aber auf der anderen Seite zwinge ich die Leute nicht, das zu machen. Ja, also ich kenne das von einem Freund, der schon über 80 ist und der lange Zeit in Marokko gelebt hat und jetzt wieder zurückgekehrt ist nach Marokko. Und der hat ein paar Jahre hier in Wien gelebt. Und wenn wir unterwegs waren, und er hat mit Arabern, mit sehr vielen Arabern gesprochen, ja, dann habe ich das genauso erlebt. Da kamen immer bestimmte Floskeln, ja, eins da und eins dort und hin und her. Und ich habe das auch irgendwie sehr schön gefunden, weil das verbunden hat. Wir waren natürlich in den ganzen libanesischen und sonstigen lokalen Essen, ja, was mir auch sehr gefallen hat, mit diesem Fladenbrot und diesem Hummus, ja, wo du dann halt immer so eindunkst, ja, und da hat man dann erklärt, dass man das Olivenöl da vorher drauf tun muss und was weiß ich, ja. Aber das ist alles Teil einer durchaus positiven, schätzenswerten Kultur. Ja, und wenn die das pflegen wollen, auch bei uns in Wien oder so, habe ich gar nichts dagegen. Im Gegenteil, ich finde das halt schön, dass ich das dann hier erleben kann, ohne so weit fahren oder fliegen zu müssen. Ja, das sollte man achten und respektieren, aber man sollte auch das eben respektieren, was man vor Ort schon vorfindet und was hier eben schon länger existiert. Eben diese Empathie, das sollte etwas sein, das verbindet, aber nicht ausgrenzt. Und wenn man Verständnis für den anderen hat und für seine Biografie und seine Herkunft, dann hat man dieses Problem in Wirklichkeit auch nicht. Und dann wird man vor allem auch nicht aggressiv oder auch nicht abweisend und ausgrenzend. Das eine, das ist Ausgrenzen, und das andere, das ist Zwingen. Ganz genau. Richtig. Und welches davon ist jetzt Faschismus? Tja. Der Faschismus ist nach der Definition von dieser Politikwissenschaftlerin die Ausgrenzung. Genau. Genau, weil du schließt dich, ja, so wie die Faszien, das Bindegewebe um die Muskeln herum, und grenzt die jetzt nicht diese Werte tragen, aus. Und das ist in jedem Fall schlecht, denn es zerstört die Kommunikation. Und die Kommunikation sollte uns in Wirklichkeit ja verbinden. Und wir sollten diese Kommunikationslinien, ja, und Pfade, die ja virtuell existieren, die sollten wir in der IT-Welt sichtbar machen, ja, eine Infrastruktur dafür bauen, sodass die dann auch geschützt und anderen gezeigt werden können. Das wäre ja eine der Hauptaufgaben jetzt bei der Gestaltung einer neuen Welt, basierend auf technologischen Werkzeugen, die wir heute haben und die wir vor 50 Jahren zum Beispiel nicht hatten. Also die letzten beiden Weltkriege, das kann ich schon verstehen, das ist ja großteils auch durch diese Art von Faschismus entstanden, durch die Propaganda, wo man die anderen ab einem bestimmten Punkt entmenschlicht hat. Und gesagt hat, das sind alles nur wilde Horden und niedrige Tiere, ja, so wie es ja auch sehr lange Zeit war, dass man gesagt hat, na, die
die Chinesen, das ist ein Ameisenstaat, ja, und die kann man gar nicht als Menschen betrachten, die sind insektenähnlich. Das ist natürlich immer eine Katastrophe, weil in dem Moment, wo du einem anderen diesen Status als Mensch, dass du auf Augenhöhe mit ihm kommunizierst, entziehst, noch dazu, wenn das von einer politischen Autorität kommt, also quasi als politische Vorgabe, das ist die Vorstufe zum Massenmord. Echt? Weil ich habe das jetzt, ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich das, oh ja doch, ich habe das beim Lü Hongzhe in einem dieser neuen Seminare gehört, wo er gesagt hat, wir sollten es auch nicht übertreiben. Nicht? Es gibt ja in vielen buddhistischen Sekten Anhänger, die sich Glöckchen um die Füße binden, ja, und die Federn am Fuß tragen, ja, um Insekten zu vertreiben, um nur ja auf kein Tier draufzutreten, nicht? Und der sagt, das können wir uns in Wirklichkeit auch nicht erlauben, ja. Wenn wir es nicht vorsätzlich tun, Tiere zu töten oder zu quälen, ja, der Rest, das ist dann eben wirklich gelenkt, ja. Und da müssen wir dann auf die höhere Weisheit des Kosmos vertrauen, ja, dass das passiert, was passieren soll. Das mit dem Glöckchen habe ich gar nicht gewusst. Ja. Es gibt buddhistische Sekten, die treiben das auf die Spitze. Ja, das erinnert mich an den Film Gandhi, wo sie an einem Ort ein Haus bauen wollten und dann jeden Wurm separat aus dem Gebiet rausgetragen haben. Ja, ganz genau. Das entspricht genau dieser Geisteshaltung. Ja. Ich meine, es kann einem natürlich vom Ansatz her prinzipiell sympathisch sein, das ist keine Frage. Aber es ist irgendwann nicht praktikabel und du kannst so auch nicht wirklich nachhaltig existieren. Echt? Weil, wie gesagt, der ultimative Punkt ist ja dann erreicht, wenn du sogar den Vegetariern erklären kannst, dass auch Pflanzen ein Bewusstsein haben. Ja, und das ist, wenn du jetzt einen Salat erntest, ist das wahrscheinlich um nichts weniger unmoralisch, wenn du das so sehen willst, als wenn du einen Huhn schlachtest. Ja. Ich habe das Beispiel gemacht mit der Wassermelone. Wenn du nämlich mit der fertig bist, die ja. Schön geschnitten hast, dann hast du eine riesen Saftlake. Danke. Und ja. Genau. Ich habe dann so das Messer in der Hand gehabt und ich bin mir dann vorgekommen wie ein Mörder. wie der von, wie heißt das? Das Schweigen der Lämmer. Ja, genau. Das Schweigen der Melonen. Ja, ja. Großartig, ja. Also, ja, schon was, keine Frage. Ja. Dann zurück zu deiner Frage. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Der Freitag war sehr extrem, weil ich bin eigentlich ja auf Jobsuche und dann durfte ich umdenken, weil da hat sich an dem Tag hat es bei mir in Seegräben eine freie Stelle gegeben und die haben genau das gesucht, was ich eigentlich zu bieten habe. Die haben eine Webseite lanciert, wo es um Bioprodukte geht und die haben das richtig gut gemacht. Also die haben ja eine Liste von Bioprodukten, das hört ja nicht mehr auf. Also nicht die Produkte, sondern die Labels, die Labels, die sie haben, also von Demeter bis weiß ich wohin. Und die haben das richtig fantasy aufgezogen und dann den Lohn gezeigt. Also sie sind sehr transparent. Das war ein guter Lohn, gratis Parkplätze und so viele Benefits, wo ich mir gesagt habe, oh, das ist ein super Job, da bewerbe ich mich gleich drauf. Und dann habe ich realisiert, im Moment schnell, sobald ich kann, bin ich wieder an meinen StarConnect-Projekten. Und dann dürfen die wieder eine neue Persönlichkeit suchen, die dort bei ihnen arbeitet und dann müssen sie wieder Geld ausgeben. Wir suchen ja auch qualifizierte Leute und da kommt die goldene Regel wieder zum Zug, wo ich sage, nein, ich will mich nicht so verhalten wie ein Trampeltier nach mir, die Sinnflutmentalität, nur weil ich ein, zwei Monate jetzt hier überbrücken darf, bis die anderen fertig sind. Und deshalb habe ich dort realisiert, ja, ich darf eigentlich so eine Art wie befristete Stellen anschauen, weil die rechnen dann damit. Und also, wie du mir, so ich dir. Also wenn du befristet, dann kann ich ja auch befristet. Ja, was man natürlich machen könnte, aber dafür ist die Zeit noch nicht reif, weil ich mich auch und wir alle, außer vielleicht dem Marcel und zwei, drei seiner Mitarbeiter, noch zu wenig mit Web 4.0 auskennen. Was man eventuell tun könnte, ist, dass du dort diese Stelle antrittst, aber sie am Anfang an schon aufklärst, dass es für dich nur ein befristeter Übergang ist und dass wir ihnen aber hinterher, wenn du dort nicht mehr arbeiten kannst, ja, anbieten, dass wir sie in unser Netzwerk auch mit dieser Web 4.0-Technologie integrieren könnten. Dafür müsste ich denen das erklären können und das kann ich. Aha, okay. Da müsste ich den Marcel dazu holen und so einen komplizierten Prozess. Wie du sagst, die Zeit ist wahrscheinlich nicht reif dafür.
Ich kann es nicht erklären, weißt du. Ja. Ich kann es rudimentär erklären, aber wirklich die richtigen Benefits und auch eine Vision aufzuzeigen, wie das in Zukunft aussehen könnte, das kann ich gerade mal für StarConnect. Und das ist schon reichlich komplex, aber jetzt gerade, ja, was Web 4.0 anbelangt, sehe ich mich noch nicht in dieser Lage. Ja, da bin ich auch noch wie der Ochs vom neuen Tor. Er hat uns ein paar Dinge gezeigt, so wie ein Varieté-Zauberer auf der Bühne, nicht? Und wir haben applaudiert und waren beeindruckt. Aber wie und was dann genau geschieht, das liegt noch im Dunkeln. Genau, und so hat eigentlich der Freitag angefangen, wo ich dann wusste, ich muss ein bisschen meine Suche, und dann wollte ich loslegen und dann kam eines ums andere und ich kann es chronologisch nicht ganz einordnen, aber das spielt ja auch keine Rolle. Ich habe mich beim Morpheus die ganze Woche ja engagiert, die Verbindung zur Hannesbewegung zu kriegen. Mhm. Und die habe ich dann gekriegt und ich habe ihn dann angerufen und wie war's? Wir haben dann abgemacht, ich glaube um 10 Uhr. Und um 2 waren wir dann fertig. Sehr schön. Und das war ein sehr spannendes Gespräch, weil... Nein, ich glaube, es ging nur 2 Stunden. Aber ich brauchte etwa eine Dreiviertelstunde, um ihn davon zu überzeugen, weil er ist jemand, der sehr feinfühlig ist. Und er hat gesagt, er hat noch nie einen Film oder so geschaut oder Fernseher. Er ist so feinfühlig, dass er die Informationen aus dem Schöpferfeld kriegt, aus der Akasha-Chronik. Das habe ich schon mal sehr spannend gefunden. Und was er dann gemacht hat, ist mir zu erklären, wie diese Gesetze und so weiter funktionieren, wie zum Beispiel die hermetischen Gesetze etc. Und ich habe einen in 3 Etappen quasi um 3/4 Stunden gebraucht, um ihm zu erklären, dass wir vollkommen auf der gleichen Wellenlänge sind. Wir haben einfach andere Terminologien. Ich weiß nicht, wie du das machen würdest. Aber ich habe ihm gesagt, es gibt keine Spiritualitätszertifizierung. Weder in der Höhe noch in der Breite. Ja, das ist richtig. Und 3/4 Stunden habe ich gebraucht, dass er verstanden hat, wir sprechen eigentlich auf derselben Wellenlänge. Und dann habe ich angefangen, eine StarConnect-Präsentation zu machen. Die ging etwa eine Stunde. Dann habe ich ihm gezeigt, hey, schau, wir dürfen jetzt eigentlich schon dafür sorgen und schauen, wie wir loslegen können. Und dann hat er gesagt, nach der Präsentation, hat er gesagt, hey, ihr seid eigentlich das i-Tüpfelchen auf dieser Bewegung, die es schon seit über 1000 Jahren gibt. Wir wollen, also ich will unbedingt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr nicht performt, wenn jetzt, wir haben ja die linke Hand kennengelernt von der Hannesbewegung, und er wird diese Woche mit uns einen Termin herstellen mit der rechten Hand und dann schauen, in welche Richtung das wir gemeinsam gehen. Und dann gegen Ende, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit mehr hatte, habe ich ihn dann trotzdem dann darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich jetzt bewerben muss. Und wenn ich weiß, dass sie mich unter die Fittiche nehmen, dann muss ich, ich mich auf anderes konzentrieren. Und dann während dem Erklären habe ich es dann wieder zurückgezogen, weil ich nicht irgendwie den Buckel machen wollte oder so. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, ich habe dich verstanden, weißt du was, ich kann dir nichts garantieren, aber ich mache so schnell wie möglich den Termin. Ein paar Sekunden später. Für den nächsten Montagstermin, da werde ich nämlich auf gar keinen Fall das nächste Kapitel, das Kapitel 12, und wie der Teufel die Welt beherrscht, besprechen können, denn das ist dann ein 3-Stunden-Kapitel. Ja, das für heute, das habe ich gelesen, mir angehört und Notizen gemacht, das war nur eine knappe Stunde. Sowas geht von Woche zu Woche, aber 3 Stunden, da muss ich mir wirklich gezielt die Zeit einteilen. Ich höre es mir sowieso im 1,5 Beschleunigungsmodus an, aber zwischendurch muss ich dann immer ein bisschen was ins Notepad schreiben. Und das möchte ich denn doch gewissenhaft tun. Vor allem, ich habe dann auch sehr viele andere Assoziationen, ja, zu Büchern, die ich schon gelesen habe und ähnliches. Und das wäre schade, wenn man das dann nicht auch so ausformuliert, damit andere, die sich das anhören, dann vielleicht auch einen Nutzen davon haben durch ein zusätzliches Add-on. Ich finde das sehr vorbildlich und ich kann mich nur bedanken für diese Vorgehensweise. Gerne, Mille. Du weißt, ich mache es gern und gewissenhaft und es kommt vom Herzen. Und deshalb möchte ich da unsere Zuhörer und unsere Fangemeinde auch nicht enttäuschen durch Oberflächlichkeit und Geschludere. Genau. Nein, finde ich sehr schön. Freue ich mich drauf. Ja. Inzwischen. Das ist ja wunderbar. Wenn Menschen die Größe haben, ja, um zu sagen, ich habe mich jetzt für bestimmte Dinge sehr lange eingesetzt, aber ich sehe, dass es obsolet ist, dann schließe ich mich einer anderen Gruppe an, die jetzt die besseren Lösungen ausarbeitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es beim Informationsgeld bei mir ganz ähnlich war. Ja.
Also ich war die längste Zeit, doch einige Jahre, überzeugt, dass Informationsgeld, vor allem mit den asymmetrischen Preisen, die Belohnung des Produzenten durch Geldschöpfung und die Vernichtung des Geldes beim Konsumenten nur in einer Knappheitssituation, aber in unterschiedlichen Betragshöhen. Das erzeugt ja dann wirklich das Plussummenspiel und bringt uns aus dem Nullsummenspiel, wo wir uns gegenseitig anlügen müssen, weil es nur einen Preis gibt zwischen Käufer und Verkäufer. Ja. Aber ich war überzeugt davon, dass das ein wesentlicher Punkt ist, den man jetzt umsetzen müsste. Aber in dem Moment, wo ich dann das Web 4.0 kennengelernt habe bei Marcel, weil ich war von Anfang an genauso überzeugt, dass wir ein realwirtschaftliches Informationssystem benötigen. Das heißt, wir müssen einmal feststellen, welche Rohstoffe haben wir, in welcher Qualität, wo bringen wir die her, dass wir die Logistik aufbauen, die Logistik in Echtzeit mitverfolgen, das Ganze dezentral und nicht zentral gesteuert von irgendeinem politischen Machthaber, ja, was dann eben sehr wichtig ist, damit du auch glaubwürdige Informationen kriegst und nicht nur das, was Vorgesetzte sehen wollen. Das ist genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, ja, als der asymmetrische Preis und die Informationsgeldidee. Und deshalb, wenn ich erkenne, dass es eine Entwicklung gibt, vielleicht sogar in großen Schritten in eine Gemeinschaft, wo wir gar kein Geld mehr verwenden, dann bin ich der Letzte, der jetzt in der Übergangszeit nur damit sein Name oder sein Stempel irgendwo draufsteht, noch das Informationsgeld fordert. Ja. Wenn wir Leute haben, die es verstanden haben, dass wir es gar nicht mehr brauchen und die alternative Versorgung auch schon aufbauen können, dann bin ich genauso glücklich und unterstütze besser die. Dann ersparen wir uns einen Zwischenschritt. Und jetzt kommt dann natürlich, könnte man theoretisch sagen, wenn man manchen Verschwörungstheorien jetzt unter Anführungszeichen glauben mag, dass sie uns ja dann vielleicht die Replikatoren zur Verfügung stellen. Ja, dann brauchen wir die Logistikprozesse, ja, und die Rohstoffbeschaffung auch nicht mehr. Ja, und das wird, ich werde auch keine Träne nachweinen, ja, einem IT-System, das wir dann einfach nicht mehr brauchen, weil wir dann den Ort von Produktion und Konsum zur Deckung bringen können, dass das wegfällt. Nur in einer kommerziellen Welt, wo ich sozusagen am Einkommen hänge, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, geht diese Denkweise nicht, dass wir Entwicklungsschritte überspringen, weil da lebt dann in der Zwischenzeit von diesem Schritt wieder irgendwer oder eine größere Gruppe. Und wenn wir uns jetzt in eine andere Gesellschaft hinbewegen, dann sollten wir diesen Vorteil auf jeden Fall auch nutzen. Ich habe hier zwei Anforderungen und die zweite ist, dass man auf die Seite stehen kann, wenn es jemand besser kann. Ich finde es sehr vorbildlich, dass sie das kann. Sie möchte aber mitmachen, weiß nicht wie, und das ist dann das Gespräch. Da darf sie dann Angebote zurechtzimmern, ganz genau. Das finde ich fair und gut und schön. Ja, wunderbar. Ich darf jetzt wieder um meine Auszeit bitten. Ein paar Sekunden später. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es ja noch nicht weitergeleitet, aber bei uns in Österreich ist jetzt der Neutrino Power Cube in die Testphase getreten. Das heißt, du kannst über den Gaia-Verein, ich werde das auch machen, dir so eine Teststellung anfordern. Voraussetzung ist, dass du im Keller, wo du das Ding halt hinstellst, einen Internetanschluss hast, weil in der Testphase werden über das Internet laufend die Daten abgesaugt. Und der, ich schicke es dir dann nachher, ich leite dir das weiter, auch mit dem Formular, der generiert permanent 5 bis 6 Kilowattstunden Tag und Nacht, weil der braucht ja keine Sonne und keinen Wind. Der hat einfach seinen Block an Folien eingebaut. Und das finde ich doch sehr beachtlich, dass wir jetzt solche Technologien offiziell als Teststellungen schon verwenden können. Weil in der bisherigen Geschichte war es ja so, dass die Leute, die so etwas angeboten haben, um ihr Leben gefürchtet haben. Und dass da alle möglichen Dinge passiert sind. Und wenn sie das jetzt und Sie sagen, momentan machen Sie das nur in Österreich, diese Teststellung. Keine Ahnung, vielleicht sind wir jetzt schon besonders sicher. Ja, ich weiß es nicht, was da dahinter steht. Aber es würde mich auf jeden Fall interessieren. Also gemäß Politik wohl eher nicht, oder? Das kann man nie so genau wissen. Vielleicht sind auch die Länder mit den offiziell auf Augenschein dümmsten Politiker, ja, die Länder, die vielleicht schon am weitesten in der Transformation fortgeschritten sind. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wenn nicht, dann leite ich dir den Link weiter in einem Telegram-Kanal. Da war ein Event, wo ganz kurz auch der Habeck gesprochen hat. Und der hat dann gesagt, naja, das Ganze mit dem Gebäudeheizungsgesetz, das war eigentlich nur ein Testballon, weil sie sehen wollten, wie die Bevölkerung reagiert, wenn Klimamaßnahmen konkret werden. Und das wurde halt von der Bevölkerung abgelehnt. Das haben sie daraus gelernt. Da musst du ihn einfach mit Tomaten beschmeißen und nicht mehr aufhören. Ja, es haben dann
in den Kommentaren die Leute dazu geschrieben, nicht, wir wollen keine Politiker, die uns wie Laborratten behandeln. Und das ist ja im Prinzip, diese ganze Corona-Geschichte war ja angeblich nur ein psychologischer Test, ja, wie die Bevölkerung sich verhält und so weiter und so weiter. Ich habe da einen Link erhalten, ich habe dir den sicher auch schon weitergeleitet, sehr umfangreiche Analyse über Massenformationen. Ja, wie du basierend auf diesen Thesen von Gustave Le Bon die Masse dazu bringst, dass sie eben gedanken- und hirnlos den Gefühlen folgt und da eine Art Gruppenbewusstsein aufbaut, um ein Verhalten, das du ihnen von oben und außen vorgeben kannst. Nicht? Also wir protestieren alle gegen Recht, wir lassen rechts, wir lassen uns jetzt alle impfen, wir machen dieses, wir machen jenes, wir vermeiden CO2 und so weiter und so weiter. Nicht? Da sind wir ja in der letzten Zeit richtig gehend bombardiert worden mit solchen pseudomoralischen Gutmenschenregeln, die wir alle einzuhalten hätten unter dem Dogma der politischen Korrektheit. Und das ist natürlich krank. Na, so kann es nicht sein. Denn als erstes, wenn so eine Aufforderung zu was auch immer kommt, muss ich es einmal für mich selber verstehen, analysieren und die Vor- und Nachteile abwägen. Und dann entscheide ich selber, ob ich jetzt diesem Motto folgen will oder nicht. Und wem das nicht passt und wer das nicht akzeptiert, der ist für mich in aller Ernsthaftigkeit kein Demokrat. Und der hat ein friedliches Nebeneinander in Vielfalt, was ja genau die immer wieder propagieren, nicht verstanden. Vielfalt beginnt damit, dass ich die Meinung der Andersdenkenden respektiere und achte und sie auch bestehen lasse. Wer das nicht schafft, der ist nicht wirklich für Vielfalt. Ja, das ist es ja. Das ist ja die Doppelmoralkeule, wo die sie die ganze Zeit schwingen und sagen, ja, wir müssen divers sein und inkludieren und tolerant. Und sobald es darauf ankommt, sind sie die Ersten, die zuschlagen. Ja, aber da muss man eines sagen. Der Begriff divers kommt mir vor, der wurde in der Politik jetzt einfach offiziell eingeführt, um das zu verdrängen, was wir noch vor einigen Jahren pervers genannt haben. Ja, ja, das ist so, ja. Das ist einfach eine Umetikettierung. Was früher pervers war, ist heute divers. Ja, ich nehme an, dass du das im Buch, was du uns gerne präsentieren willst, ja, jedes Mal mit einem Kapitel, mit einer Kapitelinterpretation beschenkst. Das wird ja genau geschichtlich aufgezeichnet, wie etwas, was früher krank war, heute plötzlich als normal dargestellt wird. Und das darf sein. Absolut. Inzwischen. Das heißt, ja, da sind wir, wenn wir da gleich das als Überleitung nutzen dürfen, sind wir heute beim Kapitel 11, wie der Kommunismus die Kunst sabotiert und benutzt. Ja, super. Genau. Der Kindes mit Kunst ist ein Geschenk des Himmels. Die himmlische Schönheit soll nachgebildet werden. Das ist jetzt natürlich eine Meinung, ja, aber das basiert in vielen Kulturnationen auf Tradition. Ja, also in Mitteleuropa hatten wir das in der Renaissance. Im alten China war das auch so. Ja. Da hat man also die Schönheit auch von den Himmeln abgeleitet. Solo Deo Gloria war damals in der Renaissance ein Leitspruch, Gott allein gilt die Ehre. Und die Renaissance-Künstler wurden von Gott und der göttlichen Schönheit inspiriert. Etwas moderner, jetzt dem Scientismus folgend, ja, könnte man auch sagen, die Schönheit in der Natur zu sehen und zu verstehen. Und es ist dann völlig egal, ob du einen persönlichen Gott, ja, personifizieren willst und ihm einen Namen gibst oder ob du sagst, das ist durch Urknall und Zufall entstanden, es ist trotzdem schön und folgt bestimmten Gesetzen, ja. Ich weiß, dass du nachher in die Perversion der Marxisten hineingehst, deshalb hier noch meine Färbung oder meine Interpretation vom Ganzen. Ich denke, dass eben Schönheit inspiriert und zwar nicht eine bestimmte Branche, sondern dass es alle Branchen inspirieren kann. Und wenn du zum Beispiel gerade die chinesische Kultur anschaust, dass du das eine, das sind künstlerische Werke, das andere ein künstlerischer Tanz. Und die haben dann andere Dinge inspiriert. Ob welches jetzt nun zuerst da war, das sei mal dahingestellt. Aber wenn man zum Beispiel gerade die Kampfkunst anschaut, du kannst nicht sehr gut unterscheiden, was jetzt Kampf und was jetzt Tanz ist. Mhm. Das siehst du zum Beispiel, wenn du Genie in Performing Arts schauen gehst. Mhm. Und ich als Kampfkünstler dort war und dieser 5000-jährigen Kultur zugeschaut haben, wie die getanzt haben, habe ich gesagt, boah, ich wünschte, ich könnte mich so bewegen, dann wäre ich
kunsttechnisch optimal ausgerüstet. Ja. Ja. Und genauso ist es auch in der Natur. Wir fühlen uns inspiriert, wenn wir draußen sind, unsere Füße in den Boden gestellt haben, was da für alchemistische Prozesse und so weiter stattfinden, können wir gar noch nicht nachempfinden, weil wir die Messgeräte dafür gar nicht haben. Aber du gehst nachher wieder zurück und bist inspiriert von der Muse geküsst worden, damit du dein Buch weiterschreibst oder wieder gut arbeiten gehst. Absolut. Deshalb, wir brauchen das und das ist genau das, was passiert. Du wirst es jetzt erklären. Ich sehe es in den Filmen, sie nehmen keine schöne Darsteller mehr. Es ist nur noch scheußlich, gerade auch wie mit der Mode, wie du Palmer letztes Mal gesagt hast. Das ist einfach nicht inspirierend und sie wollen uns demoralisieren. Und das ist vielleicht wieder eine Steilvorlage. Vielen Dank. Ja, die Renaissance-Künstler, wie gesagt, wurden von Gott inspiriert. Und man kann die Kunst natürlich auch aus dem Blickwinkel der Kommunikation betrachten. Denn der Künstler kommuniziert mit der göttlichen Ebene, wo er sich eben inspirieren lässt, und danach mit dem Betrachter, dem er diese Schönheit dann weitervermittelt. Aber zersetzende Kunst wird von jenen verbreitet, die den teuflischen Einflüssen ausgesetzt sind. Die orthodoxe Kunst hingegen ist auch für den Körper heilsam durch die Harmonie. In der Kunst steckt die Weisheit eines Volkes. Künstler können auch die Moral der Menschen beeinflussen. Wir alle wissen noch, aus Märchen haben die Kinder gelernt, was richtig und was falsch ist. Und Märchen sind eine Literatur, das ist ja auch eine Kunstform. Es gibt auch sehr ausgefeilte Studien über den positiven Effekt von Mozarts Musik auf Mensch und Tier. Seine Musik aber rückwärts gespielt ist hingegen schädlich, hat man herausgefunden. Und Rockmusik schadet ebenfalls und motiviert sogar zum Selbstmord. Es gab im Dritten Reich einen Propagandafilm, Triumph des Willens, von Leni Riefenstahl. Jetzt natürlich kann man dieser und wird man dieser politischen Richtung nicht unbedingt positiv gegenüberstehen, aber die Art und Weise, wie das gemacht wurde, war natürlich als Propagandamittel ideal und das hat den Willen befeuert. Und das ist auch der Grund, warum Künstler von Regimen so gerne eingesetzt werden, weil man damit das Volk auch motivieren und lenken kann. Aber das haben sie zumindest im Dritten Reich auf positive Art und Weise gemacht, indem sie Schönheit und Kraft vermittelt haben und Erhabenheit und nicht, indem sie die Gesellschaft vorsätzlich zersetzt haben, ja, indem sie diese Werte vernichtet und in Frage gestellt hätten. Der Kommunismus hingegen benutzt jetzt die Kunst, um Menschen umzuerziehen. Sänger und Schauspieler gelangen in China sogar in den Rang von Generälen beim Militär, weil Propaganda sehr wichtig ist und sie dort in dieser Funktion eben als Schauspieler oder als Musiker fürs Militär und für das Regime wertvoller sind, als wenn sie an einer Maschine arbeiten würden. Klassische Kunst wurde daher in China auch verboten. Das Niveau sank, bis es kein Niveau mehr gab. Georg Lukács, ein ungarischer marxistischer Philosoph, war ein Mitbegründer der Frankfurter Schule und hat als Künstler ebenfalls so gewirkt. Ein anderer war Pierre Corbet, der gesagt hat, ich habe weder Engel noch Götter gesehen und daher habe ich auch keine Lust, sie zu malen. Und das Ziel war, Schönheit durch Hässlichkeit zu ersetzen. Und man nannte das dann Realismus, Materialismus und als Überbegriff Avantgarde. Die Avantgarde wurde als eigene Kunstrichtung eingeführt und hat sich entwickelt im Laufe der Zeit über den Impressionismus, über den Pointillismus zum Postexpressionismus. Die persönlichen Gefühle wurden da in den Mittelpunkt gestellt. Ganz ähnlich wie bei den politischen Manipulationen heute auch. Die persönlichen Gefühle werden überhöht, ja, als das einzig Wahre und Wichtige interpretiert. Und wer die empfindet, der hat aus seiner Sicht immer automatisch Recht. Alle anderen müssen das dann tolerieren. Und er wird auch als hilflos den Gefühlen gegenüber dargestellt. Deswegen kann man dann auch immer den anderen die Schuld zuweisen. Du bist schuld, warum ich mich so oder so fühle. Vincent van Gogh war abhängig von Absinth und stand auch dem Kommunismus nahe. Und das war dann wahrscheinlich auch einer der Gründe für seine destruktiven Akte, die er dann sich selbst gegenüber gesetzt hat. Der Kubismus von Picasso ist ebenfalls in der Kategorie berühmt geworden. Picasso trat 1944 der Kommunistischen Partei bei. Er wurde ja dadurch bekannt, dass er zugegeben hat, ganz ehrlich, dass er sich selber nicht von den Inhalten her seiner Tätigkeit als Künstler sieht, sondern dass für ihn die Kunst darin besteht,
diese Werke, die er da abliefert, dann um viel Geld verkaufen zu können. Und unter dem Begriff der Konzeptkunst konnte man dann alles und jedes Kunst nennen, auch alltägliche Gegenstände, die irgendwo in einem Zimmer herumstehen. Es wurde dann im Rahmen der Frankfurter Schule unter anderem auch ein dadaistisches Sexualzentrum gegründet. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, Dadaismus hat seinen Namen ja vom Lallen des Kleinkindes Dada. Und ich hatte in meiner eigenen Schulzeit im Gymnasium, das muss so in der 5. Klasse ungefähr gewesen sein, da hatten wir einen unglaublich engagierten Kunstlehrer. Ja, also eigentlich Zeichnen, bildende Kunst war also dieser Überbegriff. Der Mann war wirklich gut. Der hat beim Biologietrakt im letzten Stockwerk des Gebäudes die Tiere beim Stiegenaufgang an die Wand gemalt. Und das war also schöner als Fotografien. Wunderbar, was der geleistet hat. Ganz toll. Allerdings im Unterricht hat er versucht, uns für diese absurden Stilrichtungen zu begeistern. Und nach den ersten, ja, Schelmereien, wo wir gesagt haben, wir glauben, er hat das Tier verkehrt in den Apparat gestellt, ja, und ähnliches, haben wir uns dann vorgenommen, also eine kleine Gruppe relativ begabter Schüler, denen eigentlich überwiegend nur langweilig war, haben wir uns vorgenommen, ihm vorzuspielen, dass wir von dieser abstrakten und absurden Kunst ganz besessen wären. Und haben dann ganz begeistert mitdiskutiert mit neuen Interpretationsmöglichkeiten, die wir selber überhaupt nicht ernst genommen haben. Wir mussten uns natürlich immer das Lachen verbeißen. Aber es ist uns doch gelungen, ihm gegenüber den Eindruck zu erwecken, als wäre sein Plan aufgegangen und wir wären jetzt auch für den Dadaismus entbrannt. Und da haben wir dann über mehrere Wochen den Inhalt des Mistkübels in unserem Klassenzimmer aufgehoben und haben dann, wir hatten am hinteren Rand, am Ende unserer Klasse, eine riesengroße Korktafel, ja, die über die ganze Breite des Klassenzimmers sich erstreckt hat. Und dort haben wir dann mit Reisnägeln und mit Stecknadeln jedes Stück aus dem Papierkorb fein säuberlich angepinnt, bis die ganze Korktafel mit Abfällen bestückt war. Und haben dann sogar noch eine Plastikfolie drüber gespannt, ja, damit das nicht durch einen Windstoß wieder runtergeworfen werden kann. Und haben unserem Zeichenlehrer dann erklärt, das ist unser dadaistisches Kunstwerk und wir haben uns da sehr viel Mühe damit gegeben. Alle anderen Lehrer waren entsetzt, zumal das dann auch begonnen hat zu stinken natürlich in der Klasse. Aber wir haben uns geweigert, das abzumontieren und gesagt, nein, das ist ein Kunstwerk und wir sind für Freiheit der Kunst. Wir wollen das so. Und dem haben wir also wirklich vormachen können, dass wir uns für Dadaismus begeistert haben. Und es war uns eigentlich, man hat damals praktisch im Unterricht erleben können, wie leicht es ist, Kunst und Kunstbegeisterung vorzutäuschen, wenn nichts anderes dran ist. Wenn wir jetzt noch den Erfolg gehabt hätten, dass uns irgendein Auktionszentrum die Korktafel abkauft um viel Geld. Ja, ich bin mir sicher, viele von uns hätten gesagt, ich werde jetzt Künstler. Wäre vielleicht eine neue Kunstschule entstanden aus der Aktion. Das erinnert mich an die Guru-Ära, wo viele vermeintliche Gurus einfach dort Geld verdienen wollten, das sie auch später in Interviews zugegeben haben. Ja, du musst aufpassen auf die Scharlatane. Ganz genau, richtig. Ja, die Ästhetik wurde dann umgekehrt. Joseph Beuys ist dann als Konzeptkünstler berühmt geworden. Von dem gibt es ja dieses Butterbild, nicht, wo er einfach ein Stück Butter an die Decke geklebt hat. Und das wäre dann ein Kunstwerk gewesen. Und da gibt es die Geschichte, dass einmal eine Putzfrau in einem Museum ein paar Abfälle weggeräumt hat und dabei ein millionenteures Kunstwerk von Beuys zerstört hat. etwas gesehen hat, was in ihren Arbeitsbereich fällt und nicht in den der Künstler. Aber dieser Joseph Beuys, der schmierte sich einmal den Kopf mit Honig und Blattgold ein und murmelte 3 Stunden vor sich hin, während er einen toten Hasen im Arm hielt und nannte diese Performance, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt. In China wurden als Kunstakt auch tote Föten gegessen, als Performancekunst. Und wir kennen ja auch dieses Spirit Cooking von der Abramowitsch, nicht? Wo ja auch menschliche Körper, die teilweise nachgebildet sind aus Lebensmitteln, serviert und gegessen werden. Aber ich muss ehrlich sagen, da packt mich der Ekel, egal ob das jetzt Menschenfleisch ist oder nicht. Alleine wenn es schon so aussieht. Aber dann siehst du eben an ihren Taten, wirst du sie erkennen, da siehst du Größen, wie zum Beispiel eine Lady Gaga, die dort ist und sagt, oh, das ist aber cool, und dann isst sie dort schön mit.
Ja, die machen das aber definitiv nicht, würde ich meinen, primär, weil sie selbst von der Sache begeistert sind, sondern aus einem sozialen Druck heraus, weil sie wissen, dass wenn sie in der Gesellschaft anerkannt bleiben wollen, ja, ihre Position, die weiter festigen und ausbauen wollen, man von ihnen das einfach erwartet, dass sie sich dort sehen lassen. Das ist ja das Problem bei vielen Menschen, die in der Auslage stehen, dass die nicht mehr Herr über ihr Leben sind, sondern die werden von dem To-Do, ja, das, was man eben macht oder nicht macht, fremdgesteuert. Ja, auch wenn sie in der Öffentlichkeit sich mit einem Auge zeigen, ja, oder mit einem satanischen Symbol oder ähnliches. Ich glaube nicht, dass die alle, die sich so aufführen auf einer Bühne, im Innersten wirklich Satanisten sind und irgendwelche Rituale vollziehen, sondern die machen es einfach, weil es ihre Kollegen auch tun und weil es ihre Manager und ihre Sponsoren erwarten, dass sie das tun. Und das ist natürlich der Punkt, wo du dann deine Seele endgültig verkauft hast. Arnold Schönberg war einer der Vorreiter der atonalen Musik, der Zwölftonmusik. Der negierte jede deutsche Musikkultur. Und Theodor Adorno, das war auch einer in der Frankfurter Schule, erklärte dann danach, warum Schönbergs Musik den Gipfel der musikalischen Entwicklung darstellte. Angeblich kann man Schönbergs Musik nur mathematisch verstehen. Ja, also das Notensystem, die ganze Musik ist ja ein mathematisches System, das ist richtig. Aber wenn du dann nach bestimmten Formeln die Noten ausrechnest und da keine Ästhetik mehr und keine Harmonie nachvollzogen werden kann, dann stellt sich die Frage, warum man sich dieser intellektuellen, rein geistigen Übung unterzieht, wenn es die Zuhörer dann eigentlich gar nicht wertschätzen. Danach erst, nach diesen Aussagen von Theodor Adorno, wurde Schönberg weltweit anerkannt und wurde dann auch wieder aufs Podest gestellt. Rock'n'Roll sollte dann als nächstes die klassische Musik ersetzen. Und natürlich gab es dann auch diese Formel Sex, Drogen und Rock'n'Roll. Das Ganze unter dem Motto der emotionalen Befreiung. Also wenn du einfach aufhörst, diszipliniert zu sein und deine eigenen Triebe, ja, zu steuern und zu kontrollieren und das als Freiheit bezeichnest, dann haben diese Menschen natürlich nicht verstanden, was Freiheit ist, denn sie liefern sich ihrem Triebleben, ihrem Unkontrollierten aus und sind genau aus diesem Grund dann ganz besonders unfrei. Ja, weil andere, die diese Trigger kennen und bedienen können, sie dann auch wieder fremdsteuern. Auch in anderen Kunstarten, da wurde die traditionelle Richtung dann verachtet und bekämpft von den Kommunisten. In der Renaissance waren noch Schönheit, Wahrheit und das Gute das Ziel der Kunst. Die Literatur wurde dann zu einem der Schlüsselwerkzeuge, mit dem kommunistische Diktaturen die Menschen kontrollierten. In China kam es zum sozialistischen Realismus. Und meine Interpretation ist, dass die Sklavenrolle, die die Menschen in kommunistischen Systemen spielen, normalisiert und romantisiert werden sollte, beziehungsweise auch heroisiert werden sollte. Echt? Also wenn einfache Arbeiter, die am Fließband stehen, dann letztlich aus einer politischen Perspektive auf diese monotone Tätigkeit, die ihnen vielleicht auch ihre Gesundheit zerstört, am Ende des Tages stolz sind, weil sie sich dann einer bestimmten Klasse zurechnen können. Ja, und weil sie dann sagen, aber diese meine Klasse über die Partei übernimmt jetzt sogar noch die Macht. Ja, dann haben sie eigentlich nichts verstanden, weil sie vor allem nicht verstanden haben, dass die führenden Köpfe dieser Parteien und Bewegungen eben nicht aus ihrer sozialen Kaste kommen. Ja, die sind erst recht wieder Intellektuelle, die instrumentalisiert wurden, am Ende des Tages im Hintergrund durch die Macht des Geldes. In den meisten heutigen politischen Systemen ist es so. Und Hass, Faulheit und unbewältigte Gefühle sind der Kern der sogenannten realistischen Kunst. Und das alles zeigt uns natürlich, dass Menschen, die genau daran arbeiten, nämlich diese negativen Aspekte zu überwinden, um sich weiter zu kultivieren, dass die überhaupt nicht in so ein System hineinpassen. Ja, die sind automatisch immer in der Gegenposition und für solche Systeme tatsächlich auch eine Gefahr. Man nannte das historisch dann immer die Gegenkultur. Ein gewisser Ginsberg sprach sich dann für Homosexualität und Pädophilie aus. Und der moralische Verfall, der damit eingesetzt hat, schwächt natürlich auch die Menschen. Gute Kunst kann hingegen die Menschen und ihre Moral stärken. Aber nach dem, was heute passiert, wir sehen das sehr, sehr deutlich an der LGBTQ-Bewegung, der ganzen Grünen und Linken, große Teile der Menschheit werden so dämonisch verändert.
Es wäre also hoch an der Zeit für eine Renaissance der Moral und auch der schönen Künste. Ja, also der schönen Künste in der Zielsetzung wie seinerzeit noch in der historischen Renaissance. Ja, dass man eben das, was man wirklich vom Innersten heraus, vom innersten Herzen als schön, harmonisch und gut empfindet, dass man das auch nach außen ausdrücken kann. Es hat ja sehr lange Zeit als Kitsch gegolten, naturalistische Darstellungen, nicht, wenn man da jetzt irgendetwas malt, was quasi ähnlich wie eine Fotografie erkannt werden kann mit allen Details. Da hat es dann geheißen, mit der Erfindung der Fotografie ist diese Art von Kunst obsolet, weil man sie nicht mehr braucht. Aber du kannst natürlich immer eine besondere Perspektive hineinbringen, die ein Apparat so nicht abbilden kann. Und ich verstehe nicht, warum man uns die Schönheit und das Positive in der Kunst unbedingt abgewöhnen musste. Unter dem politischen Dogma und den Vorgaben der Fremdsteuerung natürlich sehr wohl und der Zerstörung der Moral. Ich habe natürlich auf der anderen Seite auch selbst erlebt, wie gefährlich auch schöne Musik sein kann, insbesondere unter dem Aspekt der Militärmärsche. In meiner Jugend habe ich ja, ich war also ein Fan von Dmitri Schostakowitsch, vorher noch Tschaikowski, und gleichzeitig aber auch der Militärmärsche, der österreichischen und der preußischen, hatte da mehrere Langspielplatten mit Marschmusik. Und das war in einer Zeit, als wir in der Schule einen Roman gelesen haben, Die Standarte. Da ging es um das Ende des Ersten Weltkriegs in der österreichischen Monarchie, wo ein Offizier vom Schlachtfeld flieht, gerade noch sein Leben retten kann, aber er wickelt sich, weil ihm das eben sehr wichtig ist, diese Fahne seines Regiments, die Standarte, um die Brust, weil die darf natürlich dem Gegner nicht in die Hand fallen. Ja, und somit rettet er sozusagen dann auch noch die Ehre des Regiments und mit welchen Mühen das verbunden ist, ja, dass er da sich durchschlägt wieder in die Heimat mit diesem Vorsatz, die eigene Standarte zu retten. Das, wenn du da dann dazu die passenden Militärmärsche hörst, ja, da kommst du in eine ganz eigene Geisteshaltung. Und das war mir damals, ich habe es damals als sehr positiv empfunden, weil das steigert nachvollziehbar die Entschlusskraft, ja, die Opferbereitschaft, alles Mögliche. Aber mit ein bisschen Distanz, vor allem den Blick auf die Manipulation durch politische Richtungen und Politiker, muss man das natürlich auch als Gefahr betrachten. Und ich glaube, dass wahrscheinlich schon im Ersten Weltkrieg, ja, also beim Radetzky-Marsch und bei ähnlichen Dingen, wo man in alten historischen Filmen noch sehen kann, wie die hübschen jungen Männer in Uniform, ja, an den Mädchen und an der Bevölkerung vorbeimarschieren. Und die hatten dann auch noch so kleine Blumensträußchen, ja, an der Kappe, die ihnen ihre Freundinnen mitgegeben haben als Abschiedsgeschenk. Und was haben die eigentlich gemacht? Die haben sich mit guter Musik und mit festen Herzen darauf gefreut, an der Front erschossen zu werden. Also eigentlich, es ist ein völliger Irrsinn, der da abläuft. Das erinnert mich an die Szene von was, Hände, Ringe 2, nein, 3, genau, wo ja der zweite Sohnkönig sich da in die Schlacht stürzen musste und eigentlich ein Himmelfahrtskommando war. Genau, richtig, ja. Blödsinn, absolut. Ja, das ist ein Blödsinn. Wir haben ja einen Herrn bei uns in der Desert Gegner Bewegung, der aus einer Familie stammt, die auch noch in früheren Jahrhunderten dem Kaiser militärisch gedient haben. Und das oberste Motto, ja, seiner Vorfahren war halt immer, man muss wissen, wann man sich dem Kampf stellt und wann man sich zurückzieht. Und man stellt sich dem Kampf einfach immer nur, wenn man weiß, dass man ihn auch gewinnen wird. Ja, andernfalls Rückzug, Neuformierung, ja, und andere Strategien überlegen. Und angeblich hat es da auch ein Interview gegeben mit dem Baron von Richthofen, der über 80 Einsätze geflogen ist im Ersten Weltkrieg, als deutsches Fliegerass galt, der einen Dreidecker geflogen ist insbesondere. Ja. Und der wurde gefragt von einem Journalisten, wie er es geschafft hat, so viele Luftsiege zu erringen, weil rein statistisch hätte er das 80 solche Auseinandersetzungen nie überleben dürfen. Ja, das ist eine unglaublich geringe Chance. Und der hat ganz offen und ehrlich gesagt, seine Überlebenskunst ist einfach im richtigen Moment abzuhauen. Zu erkennen, wenn eine Lage aussichtslos ist und dann einfach rechtzeitig zu flüchten. Das finde ich aber auch eine besondere Größe, ja, wenn jemand, der als Fliegerass gilt, das dann so offen und ehrlich zugibt. Ne? Ja,
Bist du eigentlich durch mit dem Kapitel? Ich bin mit dem Kapitel jetzt durch, ja genau. Okay. Und wie gesagt, fürs 12. bitte ich mir jetzt eine zweiwöchige Frist. 3 Stunden sind schon ein bisschen happig. Ein Stück möchte ich dann doch in einer Einheit auch präsentieren können. Ein paar Sekunden später. Ja, wie gesagt, ich muss bisher dazu sagen, das Buch ist ganz klar ideologisch aus einer naiv westlich-marktwirtschaftlichen Richtung geschrieben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das der ursprüngliche Zugang war unter Deng Xiaoping, ja, wie die chinesische Regierung versucht hat, den Kapitalismus für sich selbst neu zu definieren und sich dienstbar zu machen. Da hat es ja durchaus Wechsel in den höheren Ebenen gegeben. Berühmt ist ja angeblich ein Zitat von Deng Xiaoping geworden, wie man ihn gefragt hat, wieso er jetzt so viele Dinge vom Kapitalismus einführt in eigentlich ein kommunistisches System. Und er soll gesagt haben, im Prinzip ist es egal, ob eine Katze schwarz oder weiß ist, wichtig ist, dass sie Mäuse fängt. Das war angeblich seine Antwort. Also rein pragmatisch. Und das kann man natürlich sympathisch empfinden, ist gar keine Frage. Nicht? Aber was wir heute dann sehen, in der nächstfolgenden Generation danach wieder, dass halt viele dieser gewaltbereiten und totalitären Aspekte, die noch aus dem Regime auch vor Deng Xiaoping entstanden sind, dass die diese scheinbar marktwirtschaftlich freie Zeit überstanden und überlebt haben und sich jetzt wieder formieren und stärker herausbilden, ja, unter einem neuen Regime. Und das muss man erkennen, dass das bei uns ja auch anders war. Wir haben ja gedacht in Mitteleuropa, dass wir die Zeit des Faschismus überwunden haben. Ja, die Ausgrenzung Andersdenkender und der Aufruf teilweise sogar zum Mord an diesen. Nicht? Ich darf ja erinnern an den Ausspruch von Böhmermann in einer seiner letzten Shows, wo er gesagt hat, nicht immer nur die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einmal ein paar Nazis keulen. Nicht? Und das ist eindeutig ein Aufruf zum Mord. Und da hat es keine Anzeige gegeben, keine Reaktion einer Staatsanwaltschaft. Nicht? Da siehst du, dass das offensichtlich politisch gedeckt wird. Ja. Das ist etwas, was uns genauso am falschen Fuß erwischt hat, vor allem in der Corona-Zeit. Da haben wir es erleben dürfen. Wie du so schön sagst, ich habe da ganz viele Assoziierungen. Lass freien Lauf deinen Gedanken. Nein, es gibt ja ganz viele Richtungen, in die wir gehen könnten. Die Politik, meiner Meinung nach, wenn man zuschaut, diesen ganzen Talkshows, wir werden da ein paar Links reinhalten, da kann man denken, was man will. Und das Umgekehrte, das könnte genauso gut der Fall sein, nämlich, dass das alles Marionetten sind, die ein Skript in die Hand gekriegt haben und das dann absichtlich an die Wand fahren, ja. Absichtlich in anderen Ländern die Infrastruktur aufbereiten, dass diese vielleicht wieder zurückkommen. Du weißt es nicht. Ja. Und spannend wäre, morgen haben wir ja das Meeting. Morgen haben wir das achtsame Runde mit dem lieben Gerhard Pellegrini, ja. Genau. Und das eine ist natürlich, darüber zu diskutieren, wie wir vorgehen wollen. Mhm. Das ist natürlich das eine. Und das andere ist aber auch irgendwie, weißt du, mit dem Kaspar haben wir viel über Starkung gesprochen und weniger über Scientology und Dianetik, was sicherlich auch irgendwo durch spannend gewesen wäre. Da können wir wieder einen Termin vereinbaren mit ihm. Ja, das ist das eine, aber das andere ist, wir wollen zum Beispiel Radio Soul und das, was ist quasi das Ziel, was wir damit erreichen wollen, welches sind die Themen, die wir angehen wollen und vielleicht auch ihn fragen, was so seine Vision ist, ja. Dass es halt eben eine achtsame Runde und nicht wieder eine StarConnect-Präsentation wird. Mhm. Weißt du, Melik, ich könnte mir vorstellen, dass wir unsere persönlich-privaten Vorstellungen politischer Zielsetzungen, weil das, was wir jetzt machen, auch wenn wir es hier in der kleinen Runde tun, ja, in eingeschränkten Kanälen von vielleicht ein paar hundert Leuten, es ist dennoch eine politische Arbeit. Es ist keine parteipolitische Arbeit, das nicht. Aber wir richten uns an einen Homo Politicus, an Menschen, die an Politik Interesse haben. Und sei es nur, dass sie sagen, die heute existenten und im Parlament vertretenen politischen Parteien interessieren mich alle nicht, weil die können nicht respektvoll und achtsam miteinander umgehen und auf Augenhöhe miteinander sachlich diskutieren. Und das wäre sozusagen die Schnittmenge, wo man, denke ich, in unserer Gesellschaft heute sehr viele abholen kann. Am Ende des Tages wäre es dann auch das, was die Zielsetzung der Mutbürgerpartei gewesen wäre,
einfach die politischen Kräfte, die sowieso in Parlamenten oder Gemeinderäten oder Gremien vertreten sind, in die Lage zu versetzen, auf Augenhöhe friedlich und freundlich miteinander über Sachargumente zu verhandeln und im Interesse der Bevölkerung, also derer, die sie angeblich ja repräsentieren und vertreten, zu bestmöglichen Lösungen für alle, zu Win-Win-Situationen zu finden. Was natürlich dann nicht geht, wenn Einzelne oder ihre Familien bestochen werden im Geschäftsinteresse von irgendeiner Branche. Ja, wirklich, ja genau. Also gerade wieder gestern ein Interview oder ein Gespräch in solch einer Talkshow von der Ricarda Lang gesehen und da greifst du dir einfach am Kopf. Die spricht einfach am Volk vorbei. Und deshalb, ich finde, ich möchte eigentlich keine Politik betreiben. Und deshalb, wenn du es differenzierst zwischen Parteipolitik und Politik für die Menschen. Ja, ich glaube, eines ist ganz richtig. Die alten Griechen haben ja angeblich den Begriff Idiot für die verwendet, die am politischen Leben nicht teilnehmen wollen, sondern sich nur ins Privatleben zurückgezogen haben. Aha. Ja, da stammt angeblich ursprünglich der Begriff Idiot her. Ja, das hat man bei uns in Österreich eine Zeit lang romantisiert, indem man gesagt hat, das ist wie im Biedermeier. Im Biedermeier, das war eine Zeit in Österreich, ich glaube auch in Deutschland, wo unter Bismarck und bei uns unter Metternich ein ziemlich strenges Polizeiregime eingeführt wurde. Und lustigerweise, das ist mir zufällig in die Hände gefallen, wir haben ja bei uns in Österreich so Gebietsaufteilungen für Rauchfangkehrer. Das ist ja ganz witzig, ja. In jedem Bezirk, in jedem Viertel sind andere Rauchfangkehrer zuständig. Und wir haben in unserem Haus eine Gasheizung, ja. Also der macht in Wirklichkeit nichts anderes, als dass er dreimal im Jahr kommt, mit seinem Besen, ja, von der Kaminklappe bis zum Schornstein hochfährt, dann einmal wieder runter, dann sperrt er zu und dafür darf ich dann so 60 Euro zahlen jedes Mal. Ja. Man fragt sich wirklich, was das noch für eine Funktion hat. Nicht spätestens, wenn dann die Leute alle ihre Wärmepumpen oder sonst was haben, wird das sowieso obsolet. Aber, und das ist interessant, diese historische Erschaffung des Rauchfangkehrers, der also sogar mit einer gewissen Gewalt sich Zugang verschaffen kann zu einem Haushalt und seinem Gebietsschutz. Das stammt aus einer Zeit, wo er zusätzlich noch den Auftrag erhalten hat, von der Polizei, sich in den Familien umzuhören, welche politischen Meinungen dort vertreten werden. Also die Rauchfangkehrer wurden in der Zeit von Metternich, ja, auch als Polizeispitzel eingesetzt, um die Bevölkerung auszuspionieren. Das gibt's ja nicht. Ja, ist schon spannend, oder? Ja, wirklich sehr spannend. Ja, ja, weißt du, damals mussten das halt die Rauchfangkehrer sein. Heute bei uns sind es die Flatscreen-Fernseher im Wohnzimmer von Sony. Ohne Scheiß. Ich habe ja gestern gestern hatte ich wieder mal ausnahmsweise mal einen Entspannungstag. Da ist mein Kollege gekommen und wir haben ein bisschen gespielt, kann man sagen, gegamed. Und dann haben wir über ein Game gesprochen, wo ich gesagt habe, ja, das habe ich auf die Seite gelegt. Wir waren in der Küche am Kaffee trinken. Und dann, als er gegangen ist, habe ich mir ein paar Shorts angeschaut, während denen das ist ja egal. Und dann ist dieses Spiel dreimal hintereinander gekommen. Also nicht gleich hintereinander, aber innerhalb von einer gewissen Zeitspanne ist dreimal dieses Spiel gekommen. Also nicht irgendwie eine Werbung oder so, sondern einfach YouTuber, die etwas aufgeladen haben. Und ich habe nicht danach gesucht. Ehrlich. Und dann ist mir das noch bei einem anderen Thema, ist mir das auch aufgefallen. Also ich bin davon überzeugt, dass wir abgehört werden und uns da Werbung präsentiert wird. Ja, meine Frau, die ja Kindergartenpädagogin ist, die hat uns gestern bei den Freunden ein paar lustige Dinge erzählt. Die haben sich mit den Kindern darüber gesprochen, ob ihre Eltern, die Familie halt daheim, eine Siri oder eine Alexa haben. Und ein kleines Mädchen hat gesagt, wir haben die Hey Siri. Und ich habe gesagt, aha, ihr habt also die Siri. Nein, wir haben die Hey Siri. Für die war das ein Begriff und ein Name. Und eine Kollegin von ihr, die hat auch so ein Ding, eins im Wohnzimmer und eins im Badezimmer im ersten Stock installiert. Und wenn sie der sagt, sie möchte jetzt irgendeinen Song, ein Lied hören, dann hören immer beide mit. Ja? Und im Erdgeschoss hört sie dann die deutsche Fassung und im Badezimmer im ersten Stock die englische. Die sind sich noch nicht einig, ja, in der Sprachversion. Sag ihr, sie soll mal konfigurieren. Ja, großartig.
Kommen wir weg vom Politisieren hin zu dem Desagreener. Überraschenderweise hast du gesagt, dass du dort am Donnerstag jeweils in einem Meeting bist, oder wie sieht das aus? Mittwoch. Mittwochvormittag treffen wir uns immer in einem kleinen Lokal, gar nicht weit entfernt von der Wirtschaftsuniversität. Und ich verbinde das immer anschließend mit einem Besuch im Pensionistenheim. Von dort weg fahre ich eine halbe Stunde. Das ist auch nicht, ist auch ganz praktisch. Weil ich weiß nicht, wie lange das wir haben werden für den Podcast mit dem Herrn Pellegrini, auf das ich mich wirklich sehr freue. Und ich hoffe, du hast dann vielleicht eine... Ja. Ich habe dir ja versprochen, dass wir nicht zu viele Runde machen. Und trotzdem hätte ich schon gern mit dem Erfinder. Techniker. Ja, genau. Nennen wir kritischen den Techniker. Gerne. Ja, weil er dir erklären kann, dass dieser Desagreener ein Hoax ist, fragt sich, ob der Mittwoch dann nicht obsolet wird. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich da dabei bin und ich sehe das nach wie vor positiv, und zwar unter dem Aspekt, auch aus Fehlern müssen wir lernen. Ja? Sehr gut. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich möchte auf gar keinen Fall in die Attitüde verfallen, zu sagen, ach, die sind ja geldgierig, die greifen jetzt alle nur ihre Coins ab, ja, machen daraus ein Pyramidenspiel, wenn die Technik nicht funktioniert, sondern nein, ich bin nach wie vor überzeugt, dass zumindest auch die Leute beim Fraunhofer-Institut ihr Bestes leisten. Es kann sein, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass es immer noch bestimmte technische Probleme gibt, die sie nicht gelöst haben, aber ich bin überzeugt, dass sie dann immer noch ernsthaft an einer Lösung arbeiten. Weißt du, es ist wirklich sehr spannend, weil ich habe bei der Migro mit einem gearbeitet, ein Deutscher, der in die Schweiz gekommen ist, der auch beim Fraunhofer-Institut war, und das ist ein brillanter Junge. Da siehst du wirklich, die Deutschen, die haben wirklich deftig etwas auf dem Kasten. Mhm. Könnte man meinen, weil, ich möchte das nicht wieder schlecht reden, aber wenn es dann um, ich sage jetzt mal, Wahrheitssucher-Themen oder Verschwörungstheorien gehen, dann ist der wie komplett blind. Also ich sage dir, der hat einem SAP-Spezialisten SAP erklärt, der hat das nicht verstanden, und von ihm kommt der Spruch, den ich so sehr liebe, der sagt, ich verstehe nicht, was es da nicht zu verstehen gibt. Sagt ein Fraunhofer-Experte einem SAP-Experte, also er SAP erklärt. Und dann komme ich aber nachher mit den Theorien, die sich dann nachher bewahrheitet haben, weil ich bin gegangen, bevor die C-Zeit begonnen hat. Mhm. Und überhaupt nicht empfänglich für diese Informationen. Aber weißt du, ich kann dir das genau erklären. Das ist nämlich dasselbe Phänomen. Du hättest zu ihm, ja, auf der Ebene der Verschwörungstheorien das Gleiche sagen können. Ich verstehe nicht, was es da nicht zu verstehen gibt. Ich glaube, das habe ich sogar gemacht. Ja, wunderbar. Weißt du, es ist dasselbe Phänomen. Ich kann mir gut vorstellen, was da passiert ist bei diesem Dialog zwischen dem SAP und dem Fraunhofer-Spezialisten. Der SAP-Spezialist, der wird ausgebildet und geschult auf einer bestimmten Werkzeugebene, wo er als Module, als Bausteine, alles das verwendet, die ganze Sprache, Terminologie und die Modellsicht von SAP. Der Fraunhofer-Spezialist wird natürlich eine darunterliegende Schicht der relationalen Datenbanken, ja, wo du SAP dann halt irgendwo obendrauf setzt, ja, als Kommunikationsebene verwendet haben, und wird aus der Ebene daraus heraus argumentiert und besprochen haben. Und das ist natürlich für jemanden, der jetzt nur die Sicht darüber kennt, ja, mit den fertigen Paketen, nicht nachvollziehbar, woraus die eigentlich bestehen und welche Gesetzmäßigkeiten innerhalb dieser Tabellenstrukturen wieder gelten. Ja. Aber es ist im Prinzip das Gleiche wie mit der Verschwörungstheorie. Weil Verschwörungstheorie ist ja auch nichts anderes als ein anderer Zugang, eine andere Perspektive, ein anderer Blickwinkel auf Phänomene in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, die wir sowieso jeden Tag aus den normalen Medien betrachten und die uns von dort bekannt sind. Nur in den öffentlichen Medien, also auf der Ebene, wo wir selbst alle gesteuert und manipuliert werden sollen, haben wir eine andere Terminologie und eine andere Sichtweise, als wenn wir die Hintergründe mit den wirklichen Absichten bestimmter Familien oder Gruppen kennen würden. Vor allem auch über eine längere Generationenfolge in der Abfolge. Ist es eine Frage der Terminologie oder sind das halt einfach Informationen der Bausteine? Vielleicht habe ich eine andere Terminologie als er und konnte ihn nicht erreichen damit. Ja, ja, ja. Es hat sicher mit den Begrifflichkeiten zu tun. Gar keine Frage. Es gibt ein paar Schlüsselwörter, die fungieren als Trigger bei den Verschwörungstheoretikern, ja, wo die Nicht-Verschwörungstheoretiker, die sagen, ich bin da reine Wissenschaftsgläubige, ja, sofort ablehnen.
Mir kommt da noch etwas anderes von der Migro in den Sinn, weil ich hatte dort einen sehr charismatischen Chef. Mit dem hatte ich es wirklich sehr gut, weil ich ein paar Projekte für ihn machen konnte und er ist wirklich sehr zufrieden damit gewesen. Und er ist einer, ich glaube, er ist in Kenia oder so, hat er eine Schule aufgebaut. Und dieses Konzept, was er dort hat, nämlich er hat ein Stück Land gekauft, natürlich mit der Absprache mit der kenianischen Regierung. Und er hat dann ein Haus gebaut und dort hatte er quasi die erste Klasse. Und er hat dann mit Freunden, also Privatspenden, hat er dann das bauen können und auch mit einer Kantine, wo sie sich verpflegen können und auch einen Raum, wo die Lehrer sich aufhalten können. Und dann hat er jedes Jahr ein neues Haus gebaut für die nächste Klasse. Und so konnte er das finanzieren. Er hatte nicht gleich alles von Anfang an, sondern er hat sukzessive gebaut. Und natürlich hatte er sehr viele Leute, die gesagt haben, hey, was machst du da, was spinnst du, das schaffst du sowieso nicht und was weiß ich. Da hat er uns wirklich schöne Geschichten erklärt, die wirklich herzerwärmend sind. Und dann weiß ich noch, als ich gekündigt habe und dann hatte er eine Auszeichnung gekriegt und dann er hatte Geburtstag und da hat er eingeladen in der Kantine und wir haben uns dann dort getroffen, wir sind gleich vis-à-vis voneinander gewesen und da hat er gefragt, und was wirst du machen? Und dann habe ich von der StarConnect-Vision erzählt. Und er konnte das nicht verstehen. Und ich fragte mich, was gibt es da nicht zu verstehen? Du bist ja auch deiner Vision, deiner Passion nachgegangen und das verstehst du nicht. Und deshalb, dort habe ich wirklich den Spruch kennengelernt, meine Vision ist so groß, sie passt nicht in die Köpfe der Menschen oder vieler Menschen. Ich muss denen das scheibchenweise, darf ich das denen erklären, damit das bei denen im Kopf aufgeht. Ich kann dir da auch einen Erklärungsansatz anbieten aus meiner persönlichen Biografie und Lebenserfahrung. Ich habe ja mit dem Peter Klein und einer Dame, die das Tiki entwickelt hat. Die Sandra. Sandra Weber, genau. Habe ich ja ein Dreigespann gehabt, längere Zeit, so ein Gesprächsformat. Und das nannte sich Multiparadigmenwechsel. Und das ist jetzt genau oder war damals dein Problem. StarConnect und solche Zugänge, die betreffen jetzt nicht nur, sagen wir mal, das Schulsystem, wie bei deinem Kollegen, ja, und nicht nur das Thema freie Energie und auch nicht nur das Thema Geldsystem, sondern alles zusammen. Alles zusammen aus der Perspektive einer Gemeinschaft, die autark und autonom sein will. Ja. Und das ist eben der Multiparadigmenwechsel. Wenn es für viele Menschen schon schwierig ist zu verstehen, dass wir ein anderes Geld verwenden könnten oder vielleicht mal gar kein Geld und dass vielleicht auch unser Bildungssystem anders auf Freiwilligkeit basierend und auf tatsächlicher pragmatischer Nützlichkeit der gelernten Inhalte basieren könnte, ist das jedes für sich schon eine große Herausforderung. Aber wenn du jetzt mit einem Thema kommst, wo die alle zusammen und noch etliche mehr quasi schon einmal die Voraussetzung sind, ja, dass du die Sinnhaftigkeit und die Faszination dieses Ziels überhaupt nachempfinden kannst, dann sind natürlich die meisten Menschen überfordert. Ja, denn StarConnect setzt den Multiparadigmenwechsel in Wirklichkeit schon voraus. Nur Menschen, die den Multiparadigmenwechsel verstanden haben, können auch StarConnect verstehen. Ja, ich denke, das trifft es auf den Punkt. Ein paar Sekunden später. Ich denke, wir können hier noch ein Thema dazwischen schieben, nämlich das vierte der stoischen Prinzipien und deine Interpretation davon. Ready? Immer gerne, ja. Das ist die innere Alchemie. Nein, der innere Alchemist, genau. Der innere Alchemist, ja. Ja, das ist ja etwas ganz Faszinierendes. Man kann sagen, in letzter Konsequenz, zumindest in der äußerlichen Formulierung, ist es etwas, was sogar die Freimaurer für sich übernommen haben, wo sie sagen, es ist immer die Arbeit an dir selbst, deinen Qualitäten, der Stein muss laufend behauen werden. Die alten Alchemisten, aber man kann natürlich auch sagen, auch bei Falun Dafa ist das ganz ähnlich. Da sind Modelle, Gedankenmodelle am Werk, die zwischen den inneren geistigen Qualitäten der Menschen und den äußeren materialistischen Erscheinungsformen der Materie, der Stoffe etc. Zusammenhänge herstellen. Und wenn das jetzt nicht ein klassischer Zusammenhang ist, wie du mischst zwei Chemikalien, ja, oder du schlägst wirklich mit einem Meißel auf einen Stein ein, physikalisch, um im Außen etwas zu verändern, sondern du sagst, indem ich meine inneren Einstellungen, meine Zugänge, ja, meine inneren Qualitäten verändere, ändert sich auch etwas im Außen, dann findest du zumindest als materialistische Erklärung
dann sagst du, ja, wo setzt du denn an? Und wo ist die Kausalkette, wie bei Dominosteinen? Der eine stößt immer den anderen an. Wenn du das nicht bieten kannst als Erklärungsmodell, dann bist du in Wirklichkeit in dem Bereich der Magie. Ja? Das heißt, die non-kausalen Modellerklärungen. Ein sehr schöner Zugang zur Non-Kausalität ist zum Beispiel die Synchronizität, was C.G. Jung beobachtet hat. Synchronizität, das sind bestimmte Ereignisse, die über ihre inhaltliche Bedeutung in Beziehung stehen und sonst keinen Zusammenhang haben, aber dennoch zur selben Zeit, im ähnlichen Ort passieren. Das klassische Beispiel, das in der Literatur beschrieben wird, ist, dass, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Jung oder bei Freud war, dass eine Dame auf der Couch liegt und einen Traum beschreibt, den sie hatte, wo ein goldener Skarabäus vorkam. Ja, also dieser Pillendreherkäfer aus der Wüste. Und während sie das erzählt, klopft es am Fenster. Der Therapeut öffnet das Fenster und sieht einen Skarabäus, der genau in dem Moment am Fenster klopft, wie die Frau aus ihrem Traum über einen Skarabäus berichtet. Und diese Zusammenhänge nannte er dann Synchronizität. Ja, es gibt hier einen inneren Sinnzusammenhang, wo wir aber keine materialistische Erklärung haben, warum diese Dinge jetzt nebeneinander zur selben Zeit auftreten sollten. Und das hat natürlich auch, das steht ja im engen Zusammenhang mit dem, was man in manchen Richtungen dann Magie bezeichnet. Denn auch ein magischer Akt nach der Literatur, der setzt innere Qualitäten und innere Abläufe voraus. Ja, der erste Schritt muss sein, dass du dich im Inneren, im Geist vollkommen leer machst. Ja. Und dann fokussierst du dich nur auf das gewünschte Ergebnis. Und das musst du mit einem besonderen Verlangen innerlich herbeisehnen. Das muss so stark werden, dass du fast verbrennst, ja, vor Sehnsucht nach diesem Ereignis, was da passiert. Und wenn du das in dieser Reihenfolge abläufst, dann können diese externen Ereignisse eintreten. Ja. Und das ist natürlich, manche Leute praktizieren das und haben bestimmte Erfahrungen, andere nicht. Kann man sehen, wie man will. Aber dieser innere Alchemist, das ist der, der die inneren Qualitäten, deine eigenen seelischen und Charaktereigenschaften bearbeitet, verarbeitet und transformiert. Natürlich hast du da bestimmte Ideale und bestimmte Zielsetzungen, in welche Richtung die du dich verändern willst. Und du darfst dann auch dich immer wieder bestimmten Prüfungen unterziehen, ja, ob du auf deinem Weg weitergekommen bist oder nicht. Und in so okkulten Gemeinschaften nehmen dir diese Prüfungen eben andere ab, auf anderen Entwicklungs- und Lehrstufen, ja, die dich dann diesen Prüfungen unterziehen. Das ist historisch auch zum Beispiel schon bei den Templern so gewesen, in Klosterneuburg. Ein bestimmter Raum, so ein Ritualraum, in dem am einen Ende Frauen Geburten hatten. Die wurden in Kupferkessel gesetzt mit heißem Wasser, wobei immer vorher der Kupferkessel mit einem Metallschwamm aufgeraut wurde, damit er desinfizierende Ionen ins Wasser abgibt. Ja. Und über hunderte von Geburten, über viele, viele Jahre, hat es dort kein einziges Kindbettfieber und keine Infektion und gar nichts gegeben und alle Geburten sind wunderbar abgelaufen. Und am anderen Ende dieses Saals, dieser Halle, gibt es einen Zeugungssitz. Da ist genau an einem Holzbrett markiert, wie die Frau sitzt und die darf sich dann an zwei Griffen anhalten. Und von unten dringt dann der Mann in sie ein. Ja? Und der Mann ist der Diener seiner Ahnenlinie. Und hinter einem Vorhang sitzen dann die, deswegen heißt das Zeugung, die Zeugen. Ja, die dann eben bezeugen können, dass dieser Verkehr stattgefunden hat und dass voraussichtlich dann er auch der Vater sein wird. Und das war aber nur für Templer, wo entweder sie oder er Mitglied im Orden war. Die haben das dann so praktiziert. Ja. Super spannend. Extrem spannend. Und eben wie gesagt, nach dieser dreijährigen Probe-Ehe. Ja. Wenn sie dann entschieden haben, ja, sie wollen fix zusammenbleiben, dann war auch die Zeugung von Kindern angesagt und ein Thema. Also das sind wirklich ganz, ganz spannende Überlieferungen. Und dass du deinen eigenen Charakter und deine geistigen Fähigkeiten und Qualitäten bildest, das ist eine Voraussetzung, die ja in unserem heutigen rein technokratischen und von ökonomischen Erwägungen getriebenen Bildungssystem gar nicht mehr vorkommen. Charakterliche Qualitäten, über das lacht man ja heute in akademischen Kreisen allenfalls, weil charakterliche Qualitäten machen dich natürlich schwach. Da hast du eine Schwäche und da kannst du natürlich wirtschaftlich ausgebeutet werden.
Ein paar Sekunden später. Wenn man darüber lacht, heißt das ja nicht, dass es sie nicht gibt. Also weißt du. Richtig, aber man lacht darüber, wenn man sagt, das ist naiv. Menschen, die idealen Folgen gelten in unserer durchökonomisierten Welt als weltfremd und naiv, eben als Idealisten, nicht? Und Idealisten werden ja genau aus diesem Grund kritisiert. Ich finde es dumm, wenn man also, so agiert. Also ich finde es absolut, wie sagt man, es ist ja absolut ironisch, weil gerade ja. Weil du dir das wegdenkst, wirst du eben schwach. Ich sage immer, Freiheit durch Disziplin und ja. Den Charakter zu stärken, das ist ja gerade das, was uns stark macht. Und die sieben Todsünden haben wir ja in einem Podcast erklärt, dass das die sieben Lebenslehren sind. Wenn ich den inneren Alchemisten anschaue, dann brauche ich diese sieben Todsünden, um mich zu reflektieren. Ja. Und an zu wachsen. Und das Einzige, was ich deine Erklärung ich ein bisschen anders denke, ist bei der Wort, weil du gesagt hast, Magie. Und dass das ich habe eine andere Definition von Magie, nämlich ich habe mir sagen lassen, dass das Wort aus dem Vedrussischen abstammt, nämlich aus dem Magu, und das genau. Magu können bedeutet. Also ja, Magu, ich kann, und ja, Hachu, ich will. Und wenn oder umgekehrt, warte mal, Magu ist wollen und Hachu können. Nein, Magu ist können. Okay. Und deshalb ist ein Magier ein Könner. Also ja, trotzdem irgendwie ja. einen Zufall zu sprechen oder so, das gibt es nicht, weil ein, ja, genau. ein Magier ist ein Könner, der versteht das Ursache-Wirkungsprinzip. Und deshalb wussten die Alchemisten auch, welche Zutaten sie brauchen, um irgendetwas zu transmutieren. Ja, weißt du, Melik, bei Ursache und Wirkung müssen wir jetzt aufpassen. So wie ich vorher die Kausalkette interpretiert habe, ist es unsere klassisch-materialistisch-wissenschaftliche Sicht. Ich muss also erkennen, dass ich hier eine Ursache setze und dann kann ich nach außen als wissenschaftlicher Beobachter die Kette bis zur Wirkung mit nachvollziehen und verfolgen. Bei einem magischen Akt, wo es eigentlich nur um deine inneren Kräfte geht, ja, kannst du das von außen nicht so leicht nachvollziehen. Und deswegen wird das ja von den Wissenschaftsgläubigen auch nicht geglaubt. Aber das, weißt du, das stimmt nur so weit, wie dein Verständnis reicht. Natürlich, und früher ist es so gewesen, dass du noch mehr Rezeptoren hattest und ja. Die Leute, die konnten trotzdem auf gleicher Stufe miteinander diskutieren. Heute haben wir einfach nicht die Werkzeuge, um gewisse Phänomene zu erklären, was früher ja. aber der Fall wurde. Richtig. Der Fall war. Und genau. deshalb war es schon eine Wissenschaft. Ich meine... Ja. Der Meister, der sagt, die Wissenschaft beginnt eigentlich dort, wo die westliche Wissenschaft aufhört. Das ist absoluter Mumpitz, was wir hier machen. Das ist Kinderschulniveau. Er erklärt Phänomene, die zum Beispiel in der chinesischen Medizin angewendet wurden. Da können wir heute nur staunen. Da sind wir meilenweit davon entfernt. Und dort fängt es aber erst an. Wenn du diese Prinzipien verstanden hast, dann auf dem wird es erst aufbauen. Ja, weißt du, es gibt einen sehr beliebten Spruch, der Präastronautiker, ja, also der Erich von Däniken und andere sagen das sehr gern, und zwar: eine hinreichend fortgeschrittene Technologie ist für die Uneingeweihten nicht von Magie zu unterscheiden. Genau. Und jetzt müssen wir uns das aber genauer analysieren, was das bedeutet. Die Gemeinsamkeit eben an dieser Technologie und an der Magie ist in beiden Fällen das Unverständnis. Dass wir es eben nicht verstanden haben. Würden wir aber die Magie wirklich verstehen, würden wir auch erkennen, dass wir ab einer gewissen geistigen Entwicklungsstufe die Technologie nicht mehr brauchen. Es gibt ja in der Literatur und auch in vielen Hollywood-Filmen mitunter immer diesen Kampf der technologisch überlegenen Ingenieure mit ihrer Technik gegen die intuitiven Naturmagier. Also bestimmte Wesen mit übernatürlichen Fähigkeiten, das sind dann meistens in der Geschichte auch die Bösen, ja, weil die haben, das sind die Außenseiter, die können was, was andere nicht können und auch nicht verstehen. Deswegen sind sie dann auch böse in diesen Filmrollen oft. Die kämpfen dann gegen den Techniker, der ist deswegen der Gute, weil wir seine Methoden kennen und verstehen. Der nimmt dann halt einen Stromgenerator, ja, oder ein Feuerwerk oder sonst was, um gegen diesen Zauberer zu kämpfen. Und zum großen Gaudium des Publikums gewinnt dann oft auch dieser, da gibt es einen Film über den Zauberer von Oz, so eine neuere Verfilmung, wo genau das passiert.
Ja, wo also so ein Ingenieur und Techniker mit technischen, wissenschaftlichen Mitteln gegen Zauberer und Hexen antritt und die dann besiegt. Ja. Ja, aber es ist eben, das ist auch wieder nichts anderes, ein Propagandafilm, der dazu führen soll, dass wir die Technik und die Wissenschaft als das, was wir eben erklären und verstehen können, positiv besetzen und diesen unverstandenen, okkulten Kräften, die manche Menschen haben und andere nicht, die negativ besetzen und denen vielleicht auch mit Unglauben gegenübertreten. Ja. Natürlich ist es am Ende des Tages wahrscheinlich das Gegenteil der Fall, wenn diese okkulten, also nicht geoffenbarten Kräfte, die verstehen wir deshalb nicht, weil wir uns selbst nicht auf diesen Weg, auf diesen inneren Weg gemacht haben. Würden wir selbst in diese Richtung praktizieren und Erfahrungen gemacht haben, dann wären wir dem nicht A, so negativ und auch nicht so unglaubwürdig gegenüberstehen. Ja, dann wüssten wir, dass das durchaus reale Möglichkeiten sind. Ich möchte jetzt auch im Sinne der Wissenschaftstheorie zum Beispiel wieder auf das Weltbild von Burkhard Heim verweisen, der bei der fünften und sechsten Dimension durchaus die Teleologie, also die Zielsetzung, ja, und auch die Prozessketten als eigene Dimension definiert hat. Und solche kausale Ketten und Zielsetzungen auf höheren Dimensionsebenen, ist vollkommen klar, dass wir die nicht eins zu eins auf niedrigeren Ebenen beobachten können. Damit sind wir nämlich wieder genau in einer vergleichbaren Terminologie, auch wie bei Falun Dafa mit den anderen Räumen. Ja, wo der Meister ja in einer seiner Reden, ich glaube auch bei diesen neuen Seminaren, die ich mir jetzt zu Ende angehört habe, und das war gut, dass ich die gehört habe, auch offen davon spricht. Nicht? Er sagt, wenn er von höheren anderen Räumen spricht, die heutige Wissenschaft nennt das oft Dimension. Kann ich so stehen lassen. Ich habe eben immer von parallelen Dimensionen und von den höheren, dort geht es halt darum, quasi näher der Wahrheit zu kommen. Aber vielleicht ist es eben gerade, dass man mehr sieht und mehr von der Wahrheit sieht, wenn man in andere Dimensionen sieht. Und das ist genau das, was die Gottheiten von den Menschen unterscheiden. Das ist das eine, was ich dem anderen beibringen wollte bei diesem Gespräch am Freitag. Der wollte mir die hermetischen Gesetze erklären. Und dann habe ich ihm gesagt, wir sprechen eigentlich genau vom Gleichen. Wir haben einfach eine andere Terminologie. Ja, richtig. Und jetzt muss ich schauen, dass ich den Faden nicht verliere. Ich habe ihn nämlich schon fast wieder verloren. Und ich konnte ihm aufzeigen, dass, ja genau, ich habe ihm erklärt, in welchem finanziellen Mangelgefühl das ich bin. Und dann hat er gesagt, ja, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und ich so, ja, ich weiß, was du meinst. Aber es ist nicht so, dass ich in einer Opferhaltung bin, auch wenn es vielleicht so manchmal scheinen mag, wie ich das erkläre, sondern ich versuche, diese Energie umzuwandeln. Dann sind wir wieder beim Alchemisten. Und ich habe das bis jetzt dahingehend umgewandelt, dass ich es jetzt mit ihm an dieses Telefonat geschafft habe. Ich habe nicht aufgehört, bis ich seine Kontaktdaten gekriegt habe, etc. Und jetzt sind wir da. Und das ist eine Schicksalsverbindung. Und Gottheiten zum Beispiel, die sind halt eben in einer anderen Ebene. Und die sehen diese Schicksalsverbindung. Die spoilern das Leben. Und deshalb sagt der liebe Franz, ja, wenn die Menschen erleuchtet sind, dann sind sie die Egoisten, weil dann sind sie wieder weg. Und ich sage, ja, sie spoilern das Leben nicht, oder? Und weil sie halt eben die Schicksalsverbindungen sehen. Und dort hat er eben verstanden, dass ich auf seiner Wellenlänge bin, weil er gesehen hat, okay, der ist quasi, ich sage es jetzt übertrieben gesagt, Meister seines Schicksals, weil er die Herausforderung seines Lebens als Energie sieht, als Motivation quasi, das zu kriegen, was er benötigt. Und so haben wir zusammengefunden. Und ich freue mich wirklich auf das Vier-Gespräch miteinander, weil ich denke, dass wir nämlich einen Schritt weitergehen können dahingehend. Und ja, absolut, richtig. Schön, wie sich da jetzt gerade der Kreis geschlossen hat, gerade mit dieser inneren Alchemie und diesen Terminologien und Definitionen. Ich finde das wirklich sehr schön. Ja, das ist ja eine der wesentlichen Zielsetzungen einer systemischen Wissenschaft, wie ich sie auch beschrieben habe, dass wir das Wunder Mensch bestehen lassen sollten, nämlich als Wunder. Und Wunder heißt in Wirklichkeit nur etwas, von dem ich offen bekenne, dass ich es noch nicht verstanden habe. Genau. Ja? Und das brauche ich in Wirklichkeit auch, solange ich ein Forscher sein will. Ja, weil ich muss ja einen Teil der Welt offen lassen, um dort mit meinen Erkundungen weiterzumachen. Wenn ich ein geschlossenes Weltbild habe und sage, ich kann mit diesen wenigen Formeln, ja, und Gesetzen alles erklären, passiert genau das, was in der menschlichen Geschichte immer wieder passiert ist, dass irgendein großer Wissenschaftler sagt, wir haben alles schon entdeckt und erfunden, jetzt geht es nur noch um die Nachkommastellen.
Genau. Weißt du, ich verstehe das wirklich sehr gut, das mit den Wundern. Und ich sage immer Glück und Pech und Zufall, das ist ein Wort oder sind Wörter für die Menschen, die nicht verstehen, wie halt eben etwas geschieht. Und richtig. Das eine ist, das als Wunder zu bezeichnen. Und das andere ist, sich das weiterhin quasi zu erarbeiten. Wenn du aufgrund deines Lebens, und hier produziert eben der Mensch aus Wissen Weisheit, dass er mit der Zeit verstanden hat, wie die Dinge funktionieren und dass auf eine gewisse Art alles sein Gutes hat, dann kann er ja auch, wie soll ich sagen, in das sogenannte, und das ist ja das gewünschte Urvertrauen, dass alles, ja, was ist, dass das eigentlich genau richtig ist. Und deshalb liebe ich den Spruch von Stan Dale, der sagt, ich glaube an die Verschwörung des Guten, dass alles und jeder zu meinen Gunsten und zu meinem Wohlbefinden hinarbeitet. Ich denke, wenn du diesen Spruch verinnerlichst, dann bist du ein richtiger Magier. Dann ist alles, was eigentlich auf dich zukommt, ist eigentlich Glück und Gold, weil es kommt eigentlich nur auf deine Sichtweise drauf an. Und das ist dort meiner Meinung nach, wo ich am Freitag realisiert habe, dass alles eigentlich gut kommt. Und das ist da, wo ich immer, das war wirklich ein sehr guter Diskurs, den wir dort hatten, weil er mir gesagt hat, weißt du, es kommt nur darauf an, wie du denkst. Und wenn du gut denkst, dann kann dir nur Gutes widerfahren. Und deshalb passieren bei mir nur gute Dinge. Und ich so, weißt du, ich finde das wirklich sehr schön, dass du das gesagt hast, weil und ich bin sehr froh, dass das in deinem Leben Platz gefunden hat, stattgefunden hat, diese Erkenntnis. Aber glaub mir, über 80, 90, 95 oder 98%, wie es Napoleon Hill in Outwitting the Devil sagt, haben diese Konditionierung nicht. Und deshalb ist dieses Buch eines der fünf moralischen Bausteine, wo es darum geht, wenn man weiß, dass man nicht gut konditioniert oder nicht konstruktiv konditioniert ist, dann darf man sich dahingehend umkonditionieren. Und das ist genau das, was ich gerade am machen bin, beziehungsweise seit Jahren. Ich weiß, dass ich zurzeit nicht die... Der Leiter der Schettinin-Schule hat gesagt, es gibt zufriedene Menschen und unzufriedene Menschen. Und ich weiß, dass ich ein unzufriedener Mensch bin. Und ich dachte, das wäre etwas Schlechtes. Und auf dem Weg dahin, quasi ein positiv denkender Mensch zu werden, das ist eben der Weg, ist das Ziel. Ja. Und das ist genau das, was wir versuchen mit Star Connect zu machen, nämlich eine Plattform zu machen, um die Menschen zu entwirren, damit sie in die Eigenverantwortung und ihre Schöpferhaltung kennenlernen können. Und er ist vielleicht schon dort. Und das heißt aber nicht, dass er mich ausschließen wird oder so, sondern er ist auch ein Gutmensch und ein Helfer und versucht jetzt diesen Weg zu bahnen. Und ich konnte ihm aufzeigen, dass ich einer bin, der in seinem Team mitspielt. Und er ist absolut begeistert gewesen, als er erfahren hat, wie wir das machen wollen. Mhm. Und auf dem dürfen wir aufbauen. Und das den Menschen ermöglichen und halt eben auch uns zu ermöglichen. Ja. Ja, das sind sehr schöne Nachrichten auf so ein Meeting, so ein Gespräch freue ich mich genauso, ja. Inzwischen. Okay. Ich habe eine Frage da, eine Publikumsfrage. Gerne. Ich finde es schön, wie das eine ins andere hineinfliegt, weil es wird gefragt, wie würde der liebe Franz in einer Gruppe am Anfang den Nutzen der Gruppe am einfachsten erhöhen? Naja, es beginnt immer mit der Kommunikationsfähigkeit. Ja. Ist einfach so. Also ich würde versuchen, die Gruppenmitglieder dazu zu ermutigen, in den Austausch zu gehen, so wie wir das ja ohne dies auch gemacht haben, gemeinsame Repositories anzulegen, ja, gemeinsame Archive, wo jeder seinen Beitrag liefern kann, offen zu sein für Kritik und für Neues, nicht zu sehr am eigenen Standpunkt und den eigenen Methoden und Werkzeugen festzuhalten, sondern zu erkennen, wenn in bestimmten Situationen andere Werkzeuge einfach besser sind, ja, und sich mit einem gemeinsamen Fortschrittsmaßstab anzufreunden, ja, und zu sagen, haben wir gemeinsam als Gruppe jetzt uns weiter bewegt hin auf unser gemeinsames Ziel oder nicht? Geht natürlich nur, wenn sich jeder Einzelne für sich auch auf seiner persönlichen Skala weiterentwickelt, je nachdem, wo er diese Skala jetzt anlegt. Ja, der eine will vielleicht seinen Körper optimieren, der andere seine Fähigkeiten in einer Programmiersprache, der dritte Kenntnisse der Literatur oder der Gesundheit und so weiter und so weiter. Da sollte jeder seinen Schwerpunkt setzen nach der Vorgabe des Voluntarismus, also nach Freiwilligkeit, dort dann eben die Entwicklung kontrollieren, ja, und sich selbst gegenüber auch ehrlich sein, Ziele setzen, aber nicht überfordern. Und das, was dann an Leistungsfähigkeit und neuen Erkenntnissen zur Verfügung steht, freudig, ja, und bereit, erklärungsbereit,
Kommunikationsbereit in die Gruppe einbringen. Das wäre meine Zielvorstellung. Also nicht in ein Konkurrenzverhältnis zu gehen nach dem Motto, das ist was, da kenne nur ich mich aus und da lasse ich mich dreimal bitten, bevor ich es anderen erkläre oder ähnliches. Also das Statusdenken abzubauen. Also ich finde das wirklich hervorragend. Ich finde, wir sind sehr synchron. Ein paar Sekunden später. Ich mache jetzt gerade den Schwenker zu, also vielen Dank für deine Interpretation. Hm. Ich mache jetzt gerade den Schwenker, hast du das gesehen, die 25 Jahre Grundgesetze, nachdenkliche Rede des Feuerwehrmannes der Blaulichtfamilie? Nein, habe ich nicht gesehen. Aber das Grundgesetz wird ja mittlerweile von verschiedenen Seiten angezweifelt, nicht, dass das ja angeblich gar nicht mehr gültig sei. Genau, er hat dort eine Rede gehalten, geht etwa 22 Minuten. Und wie heißt das? Es ist nicht Voluntarismus, sondern was hat er gesagt? Es gibt noch ein anderes, der mehr leistet. Wie heißt das? Er vertritt die Meritokratie, ja. Naja, weißt du, es ist wieder einmal eine Kratie, also wieder mal eine Herrschaft. Das wäre der Punkt, an dem man auch ansetzen müsste. Wir befinden uns ja, das ist vielleicht das, was wir besser verstehen sollten, in einer permanenten Übergangszeit. Ich glaube, das, was in der Vergangenheit der große Trugschluss war, dass man sich gedacht hat, es gibt bestimmte Systeme, Gesellschaftssysteme, die werden eingerichtet und die bleiben dann Jahrhunderte oder Jahrtausende unverändert bestehen. Sei das eine Monarchie, ja, wo ein allmächtiger Herrscher alle anderen unterwirft und Befehle ausgibt, sei das vielleicht eine Demokratie, wo nach bestimmten Spielregeln kleine Grüppchen die Gesetze formulieren, die alle anderen einhalten müssen oder was auch immer. Wenn wir verstanden haben, dass alles nur Veränderung ist, dann werden wir uns an keinem dieser politischen Ideale fix festschrauben, ja, sondern bereit sein, das immer weiter zu verändern, solange bis wir im alten Sinn ein Herrschaftssystem gar nicht mehr brauchen, weil wir alle Selbstverantwortung übernehmen und mit der richtigen Technologie auch kooperieren können, ja? Also meine Idee ist, ein Interessensantragsteller kommt und sagt, hey, dieses Gebiet dort, diese Technologien geben wir im Sternsiedlungskonfigurator ein. So, und dann gibt es aufgrund dieses Auftrages, dieses Interessensantragstellers, gibt es Positionen. Die, das heißt fachliche Positionen, die übernehmen, das heißt ein Mehrwert für dieses Ökosystem von dieser Person, von diesem Menschen, von dieser fachlichen Figur umgesetzt wird. Diese Leute werden dann in der Mitwirkerdatenbank werden dann gesucht und angeschrieben. Die dürfen sich dann für diese Stelle bewerben und im Konsens, wie die gemäß Big Five Test und wie auch immer vom System herausgeklügelt am besten zusammenpassen würden, die kriegen dann diese Stelle dort. Ich würde das jetzt nicht in Meritokratie oder so einordnen, sondern er fachlich gesehen ist er der dort hinein und auch von den sozialen Aspekten her am besten dort in das Bild passen würde. Je mehr, dass ich natürlich bewerben und diese Tests machen, umso mehr, umso besser könnten dann die Resultate ausfallen. So, und die kommen dann an diesen Ort und die wirken dann dort und erzeugen die Mehrwerte, damit das System, dass dieses Konstrukt autark funktionieren kann. Und dann kommt halt das, was bei den Menschen halt vorkommt, diese Komponente, die wir halt nicht einschätzen können, die Komponente Mensch, das als einfach nichts ist stetiger als die Veränderung. Und durch ihre Kultivierung und so weiter kann das halt in die eine oder andere Richtung gehen. Und dann menschelt das und diese Forschungsresultate, die gehören ins System, wo das ausgewertet werden kann. Und auf lange Sicht können dann, wie soll ich sagen, durchs Mentoring oder was weiß ich, durch gewisse Anzeichen, kann man dann künftig gegenlenken und halt besser vorgehen bei solchen Situationen. Aber im Grunde genommen haben die Leute dort diese Position, das ist aber nicht in Stein gemeißelt, wenn sie sich nicht mehr, wie soll ich sagen, wenn sie nicht mehr performen, wenn das Ökosystem gefährdet ist und so weiter, dann darf halt jemand anders heran und dort mitwirken. Und natürlich gibt es Prozesse, wo man reflektiert, hey, ist es da noch dein richtiger Ort, Arbeitsort? Aber das hast du ja, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber das hatte ich ja auch bei meinem Arbeitgeber. Da hast du Qualifikationsgespräche und sorgst dafür, dass du noch im richtigen Ort bist und wie du vielleicht noch besser performen kannst. Wieso? Weil wir haben den Spruch, Qualität geht auf die Kosten der Kosten und dafür gehen wir die extra Meile.
weil wir wollen, dass die bestmögliche Qualität, dafür sind wir Wissenschaftler, Forscher und Kultivierende und nicht einfach nur Konsumenten. Wie siehst du das? Genau wie du. Ja, wenn wir uns als autarke, autonome Gruppe weiterentwickeln wollen mit dieser Zielsetzung, dann geht das nur, wenn wir schon von Anfang an diese notwendigen Qualitäten, um diesen Punkt zu erreichen, auf die Agenda setzen und ihre Entwicklung genau mit beobachten. Das ist ganz genau der springende Punkt. Also du kannst nicht das bisherige Lehnstuhlleben oder das kleine Fachspezialistenleben, das du bisher hattest, fortführen und dir dann erwarten, dass du plötzlich in einer autonomen, autarken Gemeinschaft aufwachst. Das kann eigentlich nicht funktionieren, nicht? Das ist das, was der Einstein gesagt hat, dass es Wahnsinn ist, wenn man immer das Gleiche tut und sich ein anderes Ergebnis erwartet. Das ist einfach wirklich hervorragend. Und genau darum geht es, aus den Fehlern zu lernen. Mhm. Ja, jetzt kommt aber der Punkt. Wenn du aus Fehlern lernen willst, setzt das voraus, dass du sie überhaupt bereit bist zu begehen. Das heißt, dass du auch wirklich dann aktiv wirst und etwas tust. Sehr gut, ja genau, deshalb bin ich ein Pragmatiker und bleibe nicht, verharre nicht lange in der Theorie, hat natürlich auch seine Nachteile und dort braucht es irgendwo, aber ich bin voll für Pragmatismus, auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen, Forschungsresultate reflektieren, analysieren, Lösungen herausarbeiten. Und ja, das, anders ist es noch nie zu einem Fortschritt gekommen. Genau, und das ist das, was, nee, ist egal, wir müssen nicht mehr in die andere Ideologie gehen, wir können die wir gehen wollen. Ja, das Ding ist, wir haben ja angefangen, dieses Buch zu schreiben und aufgrund, also einfach nur, mir ist es immens wichtig, dass wir dort vorwärts kommen. Ja. Wir haben jetzt wahrscheinlich Hilfe gekriegt. Wir dürfen heute Abend, ich hoffe, noch länger zusammensitzen. Der Michael, der Neue, der Künstler, der hat auch Bücher geschrieben und so weiter und er hat hier auch ein paar schöne Ansätze. Dass wir hier vielleicht noch mehr, ich sage jetzt mal, Passion reinkriegen. Ich bin sehr passioniert, meine Gedankenwelt quasi hineinzubringen und das zu schleifen mit euch zusammen und das in eine gewisse Form zu kriegen. Und zurzeit hatte ich einfach zu viele Themen auf dem Tisch, dass ich gar nicht dazu gekommen bin. Ich glaube, der hat ein paar Dinge gemacht, aber auch nicht groß. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, aber ich habe es nicht vergessen. Ja. Genau, wir dürfen da natürlich nicht zu viel Druck machen etc. Das kommt dann schon mit der Zeit. Schön, dass wir gewisse Ziele schon formuliert haben und so weiter. Und ich versuche wirklich an vielen Orten und Stellen etwas zu drehen. Ich habe zum Beispiel einen Kooperationspartner angeschrieben und gesagt, hey, ich brauche einen Job, vielleicht hat er etwas. Und wir haben ein bisschen geredet und er ist zum Beispiel ein Edelmetallhändler, beziehungsweise er ist wirklich ein Mann von Welt, hat ganz viele Technologien am Start, aber auch, wie gesagt, er hat zum Beispiel auch einen 500-jährigen Koran, den er für 1,2 Millionen verkaufen will, ganz viele Edelsteine und diese Woche habe ich ihm jetzt einen Termin gegeben bei einem ganz speziellen Juwelier in Zürich und wenn es gut kommt, kriegen wir dort ein bisschen Provision. Gut so, ja. Versuchen überall irgendwo etwas zu machen und versuchen das irgendwie auch etwas Gutes zu machen, nicht irgendwie, du weißt schon, verschiedenste Möglichkeiten. Vielleicht noch als Abschluss, das mit dem Gerd. Mhm. Also wir haben ja da reichlich recherchiert und ich habe dann das den Interessenten, die an uns getreten sind, kommuniziert und die sind natürlich dann gleich mit den Gegenargumenten gekommen, auf verschiedene Arten und Weisen. Und ich habe dann jeweils eine Sprachnachricht gemacht und gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich habe zu viele MLM gemacht, als dass ich jetzt, ich habe mich für mich entschieden, ich werde nur noch in meine Projekte investieren, damit meine ich Zeit und Geld und das mache ich schon seit fünf Jahren und da werde ich nicht etwas Neues machen. Und das hat gereicht, um hier ein bisschen Stille reinzubringen und also wir sind die Vision und wir spielen uns da in die Karten ein. Das wollte ich dir genauso sagen. Das sehe ich ganz genauso, ja, richtig. Vielen lieben Dank. Dir noch alles Gute. Ich werde mich auch, wenn ich auf der Genusswanderung bin oder so, am Abend vielleicht mit dem einen oder anderen Foto melden, von mir hören lassen. Aber heute Abend bist du dabei? Heute Abend bin ich natürlich dabei. Gar keine, lasse ich mir doch nicht entgehen. Ja, genau. Ja, ist gut. Ich darf mir noch ein paar Witze raussuchen. Ja, und vergiss die Flachen nicht, gell? Ja, die sind zwar. Danke vielmals. Schönen Tag. Alles Liebe, Melik. Ciao, bis am Abend.